herzlich willkommen zum 8. Medieninnovationstag der BLM. Unser heutiges Thema ist Content-Strategie. Zielgruppenorientierte Content-Strategie. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wo ist meine Community überhaupt unterwegs? Wie spreche ich mit denen? Und viele, viele weitere Sachen. Natürlich auch das Thema, wie kann ich seriöse Inhalte bei Social Media platzieren? All das sind Themen, über die wir heute sprechen möchten in den nächsten 2 Stunden. Und schon als wir den Newsletter losgeschickt haben, haben sich sofort über 100 Leute angemeldet. Jetzt müssten ungefähr 250 zuschauen. Aber auf jeden Fall war es wirklich bemerkenswert, wie viele Leute sich direkt angemeldet haben. Also es scheinen sehr viele Menschen zu interessieren. Thema Content, Thema Inhalt ist immer ein sehr, sehr großes. Wir werden aber tatsächlich auch über das Thema Newsletter heute sprechen. Denn der Newsletter hatte eine Zeit lang ja vielleicht mal so ein bisschen ausgedient. Der Newsletter, der neue alte Hut, erfährt nämlich gerade Renaissance. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr später in den Pitches. Und das ist übrigens auch etwas Neues heute bei uns im Programm. Also ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben heute Pitches mit dabei und Best Cases, Study Cases und natürlich wie immer auch die Vorträge. Und bei den Vorträgen könnt ihr euch die ganze Zeit natürlich auch gerne Fragen aufschreiben und die dann direkt hier ins Studio schreiben und senden. Und das Ganze machen wir natürlich über Slido. Ich glaube, die meisten von euch haben das auch schon mal gemacht. Da müsste jetzt irgendwo auch die Bauchbinde kommen und dann steht slido. Das haben wir uns geschnappt und dann unter dem Hashtag Mi21 und dort könnt ihr dann also die ganze Zeit mit uns kommunizieren. Die erste Frage müsste jetzt also direkt auch schon direkt zu euch fliegen. Könnt ihr gerne auch mit einem zweiten Gerät machen. Und das ist natürlich jetzt super, dass wir die ganze Zeit hier eine Frage hatten. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, weil ich hier keine Anfangsfrage habe. Aber ich glaube, ihr müsstet jetzt irgendeine Anfangsfrage sehen bei Slido. Und dann müssen die Antworten hier zu mir auf Slido geflogen kommen. Also der Hashtag ist auf jeden Fall Mi21. Also das ist natürlich die Medieninnovation, der Medieninnovationstag 2021. Und wenn ihr irgendwie twittern möchtet, wenn ihr auf Facebook, auf Instagram unterwegs sein möchtet, dann ist das genau auch euer Hashtag, dass wir da auch gemeinsam kommunizieren können. Mein Name ist Janine Mehner und ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder mit dabei bin und euch durchs Programm führen darf. Wir sind ja sozusagen wieder im alten Turnus dabei. Also letztes Jahr, eigentlich ist es ja immer im März, letztes Jahr hatten wir dann auf Juni geschoben. Man wusste ja noch nicht, finden Veranstaltungen statt oder nicht. Jetzt sind wir sozusagen wieder im normalen Turnus und sind jetzt hier wieder im März. Also die 2. digitale Veranstaltung, der 8. Medieninnovationstag. Wir haben, ich habe es eben schon gesagt, wir haben heute die Vorträge dabei. Wir haben unsere Study Cases, wir haben die Pitches dabei. Und ganz am Ende haben wir natürlich wie gewohnt auch wieder die Masterclasses dabei. 2 Stück. Und zwar, da haben wir zum einen das Thema Clubhouse. Also da kommt man natürlich nicht dran vorbei. Und zum anderen, auch ein sehr spannendes Thema, haben wir Produzieren und Schreiben für Voice. Das geht mit einer Plattform und das kann dann direkt auch auf Alexa sozusagen hochgeladen werden. Mit einer ganz einfachen Plattform, wie das funktioniert, das erfahrt ihr in der Masterclass. Und dazu gibt es dann natürlich nochmal einen Link und den findet ihr hier unter diesem Livestream. Aber wie ihr genau dahin kommt, das verrate ich am Ende, denn jetzt wollen wir natürlich erstmal mit der Veranstaltung starten. Wie gesagt, normalerweise sollte jetzt hier eigentlich schon eine vorbereitete Slido-Frage sein. Es lebe die Anfangsfrage. Vielen Dank, eine wunderbare Community. Genauso wollen wir das heute haben, dass ihr ganz viele Fragen stellt. Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Also seit über einem Jahr gibt es jetzt Online-Veranstaltungen und ihr versteht unter slido mit dem Hashtag Mi21. Könnt ihr eure Fragen stellen. Wir haben zwar keine Anfangsfrage, aber zumindest haben wir hier schon mal jemanden, der mitgemacht hat. Der kriegt gerade sogar noch einen Daumen hoch von der Community. Also ich würde sagen, das läuft. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserer offiziellen Eröffnung der heutigen Veranstaltung, der offiziellen Begrüßung. Und zwar kommt jetzt zu uns der Geschäftsführer Dr. Thorsten Schmiege. Er war in der Bayerischen Staatskanzlei, hatte dort das Referendariat Medienpolitik und Rundfunkrecht und war auch der stellvertretende Leiter der Abteilung Medien und Digitalisierung.
Und seit 2019 ist er hier der Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Er ist hier bei uns im Studio. Er kommt gleich noch mit rein. Übrigens, alle hier im Studio sind natürlich getestet. Wir haben unsere Sicherheitsabstände. Also wir beide werden jetzt hier ohne Maske sein. Aber alle hinter den Kameras sind natürlich mit Maske. Ich glaube, das ist mittlerweile klar und auch super professionell und sicher. Und jetzt freue ich mich auf ihn. Herzlich willkommen, Dr. Thorsten Schmiege. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zur Media Innovation, dem 8. Medieninnovationstag von BLM und Mediennetzwerk Bayern. Fest im Griff der Corona-Pandemie, leider nur online. Das ist mittlerweile Selbstverständlichkeit, auch eine pandemiebedingte Notwendigkeit. Aber, und das vergisst man auch, hinter den Kulissen steckt viel Kreativität und Innovationsmut. Und da möchte ich mich bei den Beteiligten bedanken. Ich freue mich auf eine hoffentlich perfekt organisierte Veranstaltung. Aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, der persönliche Austausch ist mir viel lieber und ich hoffe, dass wir irgendwann uns auch wieder persönlich sehen können. Hoffnung dabei, jede Krise ist auch irgendwo eine Chance für grundlegende Veränderungen. Und da haben wir jetzt auch fürs letzte Jahr eine Untersuchung gemacht. Die BLM macht eine sogenannte Mediengewichtungsstudie. Die Ergebnisse wird es nächste Woche geben. Aber eine Beobachtung möchte ich daraus schon vorwegnehmen. Und zwar, nicht überraschend hat sich das Mediennutzungsverhalten sehr verändert in der Pandemie. Also Social Distancing führt dazu, dass Kontakte ins Internet verlagert werden. Aber wir haben natürlich auch den Wunsch nach Ablenkung und Unterhaltung. Allen Veränderungen gemeinsam ist der Bedarf nach persönlicher und auch individueller Ansprache ist extrem gestiegen. Und damit sind wir genau beim Thema des 8. Medieninnovationstages. Wie erreiche ich Zielgruppen in den unterschiedlichen Kanälen möglichst passgenau? Denn TikTok, Instagram und YouTube, jeder Kanal hat seine eigenen Anforderungen. Das Motto One Size Fits All ist Vergangenheit. Also der Anzug von der Stange passt einfach nicht mehr. Und das neue Mode- oder Trendwort ist in dem Zusammenhang zielgruppenorientierte Content-Strategie. Zentrale Rolle spielt Community-Building und Community-Pflege. Den professionellen Umgang, den werden wir heute von Referentinnen und Referenten mit konkreten Beispielen spannend vorgestellt bekommen. Die zweite Beobachtung ist auch ganz interessant, auch nicht überraschend, wenn man ehrlich ist. Das Informationsbedürfnis ist gestiegen. Darauf haben die Medienunternehmen reagiert, neue innovative Formate auf den unterschiedlichen digitalen Plattformen, haben sozusagen die Online-Nutzung befeuert. Die Pandemie wirkte da wieder als Digitalisierungsturbo. Einige Zahlen in dem Zusammenhang. 2019 hatten wir noch 37% der bayerischen Nutzer, die sich online über das Zeitgeschehen in Deutschland und der Welt informiert haben. 2020 waren das 54%, die sozusagen sich informierend aus den Online-Medien betätigt haben. Das ist erstmal eine gute Nachricht, glaube ich, für die klassischen Medien. Ein enormer Bedeutungszuwachs, auch dank crossmedialer Angebote. Allerdings muss man auch sagen, der Schatten, man ist zunehmend oder noch mehr abhängig von den Suchmaschinen, von sozialen Netzwerken, auch von Videoportalen wie Google, Instagram oder YouTube. Das zeigt eigentlich die Reichweitengewinne, die erstmal sehr erfreulich sind, auch über den Online-Zugang, führen halt sozusagen nicht unbedingt zu der entsprechenden Finanzierung. Im Gegenteil, pandemiebedingt, aber auch systembedingt kommt es zu Umsatzeinbußen am Werbemarkt. Über allem steht natürlich eine Entwicklung, die wir schon länger beobachten. Medienkonsum heißt heutzutage Medienkonvergenz. Radio, TV, Printmedien brauchen Innovation. Innovationsgeist, Entwicklungen, neue Geschäftsmodelle und die Erschließung neuer, weiterer Zielgruppen. Genau dafür ist Media Innovations da. Für die Media Innovations hat unser Partner, das Mediennetzwerk Bayern, weitere Trendthemen für 2021 zusammengestellt. Ich will da mal nur zwei, drei Stichworte nennen. Über allem wieder das Bedürfnis nach mehr Kommunikation und mehr Live-Erlebnis. Das heißt, das Verbindende, was uns jetzt im Social Distancing abgeht, das wird auf der virtuellen Ebene gesucht. Das zweite, Journalismus
braucht Eventcharakter. Und das Dritte, was wir auch feststellen, mediale Inhalte sollen oder müssen vermenschlicht werden. Also das Erfolgsrezept für Medienmarken, gefragt ist das Netzwerken, sowohl in der Lebens- als auch in der Arbeitswelt. Was bringt der heutige Medieninnovationstag? Ich freue mich sehr auf die Innovationspitches mit Best Cases, das ist neu. Wir haben die Masterclasses mit Praxistipps, das ist noch nicht, gibt es noch nicht so lang, aber ist schon vertraut. Aber vor allem wichtig ist der Austausch und natürlich die Vernetzung. Innovation und Medienlandschaft in Bayern, das ist für uns eine fantastische Symbiose. Das ist auch Ergebnis solcher Veranstaltungen wie heute. Aber das ist auch natürlich, sag ich mal, getrieben davon, dass wir mittlerweile viele Innovationsprodukte und Projekte unter einem Dach haben, unter dem BLM-Dach der Medien Bayern. Auch dank der Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei. Beispiel ist vor allem das Mediennetzwerk Bayern, wo wir natürlich einen unheimlichen Schub auch bei der Vernetzung in der Branche haben. Das andere ist ein fantastisches Förderprogramm für Medienstartups im MediaLab Bayern. Zwei ganz tolle Innovationsprodukte, Projekte, die auch sicherlich einen zusätzlichen Schub geben. Unser Ziel, Innovationen für die Zukunftssicherung der Medienunternehmen und auch ein standortpolitisches Signal. Ich denke, das ist uns gut gelungen. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Und ich wünsche Ihnen heute interessante Einblicke und natürlich wertvolle Impulse für Ihre tägliche Arbeit. Vielen Dank. Wunderbar, dass wir uns hier im Studio begegnet sind, doch so ein bisschen live. Ne? Es hat ja doch so einen Live-Charakter auf jeden Fall. Und wie Sie es auch eben gerade schon gesagt haben, natürlich sind Live-Events oder beziehungsweise diese Digital-Events, die haben sich auch innerhalb des letzten Jahres total gewandelt. Also da muss natürlich immer auch ganz viel Innovation mit reinspielen. Und darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Innovation heute das Thema des Tages. Und jetzt starten wir auch mit unseren Vorträgen. Das heißt, jetzt könnt ihr auch gerne anfangen, eure Fragen, also wenn es natürlich losgeht, die Fragen zu stellen, dann kommen die hier mit rein und wir können dann hinterher in der Talkrunde darüber nochmal sprechen. Alle anderen Speaker und Speakerinnen sind jetzt online zugeschaltet und wir starten mit dem ersten Vortrag. Neue Zielgruppen, neue Plattformen, neue Communities. Audience Development in Medien. In Medienhäusern. Bei uns heute Lena Alexandra Dreichel. Sie ist Head of Audience Development bei T-Online und dort ist sie dafür zuständig, neue Zielgruppen zu finden. Und wo sind die unterwegs? Wie ist die Kommunikation mit den Zielgruppen? Sie entwickelt dafür Konzepte, Strategien und wie man eben mit denen ins Gespräch kommt. Vor allen Dingen ganz wichtig ist auch, dass sie versucht, über die üblichen Plattformen hinaus, über Facebook, YouTube, Instagram rauszudenken und welche Tools sie dafür benutzen, das wird sie uns verraten. Lena Alexandra Dreichel von T-Online. Ja, vielen lieben Dank für die nette Anmoderation. Ich übernehme dann mal an dieser Stelle. Kann jeder meine Präsentation schon sehen? Klappt das schon alles so, wie es soll? Dann würde ich jetzt direkt starten. Ich möchte heute mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was Audience Development eigentlich ist, was zu unserer täglichen Arbeit dazugehört und wer wir überhaupt sind. Und ich habe dazu folgende Agenda. Einmal möchte ich vorstellen, wer das Team Audience Development eigentlich ist und was für Aufgaben wir bei uns in der Newsredaktion eigentlich haben. Dann natürlich die Frage beantworten, wie wir neue Communities, neue Zielgruppen und neue Kanäle eigentlich angehen und zu guter Letzt noch einen kleinen Einblick in unsere Tools geben. Ich kann natürlich nicht alle zeigen, schön wäre es, aber dafür ist die Viertelstunde natürlich viel zu kurz. Fangen wir doch erstmal mit der Frage an, wer sind wir und was machen wir überhaupt? Der leichtere Teil ist natürlich, wer wir überhaupt sind. Ich bin Lena Dreichel, Head of Audience Development und zu meinem Team gehören Fabian Jahoda, Katharina Liesenberg und Anna Arijanian, die sind Vollzeit mit an Bord und wir werden gut unterstützt von 4 Studenten und Studentinnen, nämlich von Judith Stark, der ID, Till Oppermann und Daniel Wachowiak, damit man sich das Ganze mal vorstellen kann, wer eigentlich hinter diesen ganzen Namen steckt, habe ich mal ein paar Fotos mitgebracht. Sehr freundliche, sehr motivierte und sehr engagierte Kollegen und Kolleginnen, die ich da an meiner Seite habe. Und
die Frage, was Audience Development eigentlich ist, hat mich schon mal fast an den Rand der Verzweiflung gebracht, als ich innerhalb von 15 Sekunden für eine Instagram-Story erzählen sollte, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt nicht nur 15 Sekunden habe, sondern ein bisschen mehr. Und wir kommen auch direkt dazu, was Audience Development eigentlich ist. Der Name sagt es schon, es geht um Entwicklung, um Weiterentwicklung. Unsere Ziele beim Audience Development sind die, dass wir bestehende Zielgruppen optimal bedienen und dass wir natürlich aber auch neue Zielgruppen erschließen. Was uns ganz wichtig dabei ist, sowohl bei bestehenden als auch bei zukünftigen Zielgruppen, ist es, dass wir Nutzerbindung und Nutzervertrauen schaffen und das auch immer wieder optimieren. Denn nur wenn wir glückliche und zufriedene User haben, kommen sie auch immer wieder gerne wieder. Und das wollen wir im Endeffekt erreichen. Ganz grob gefasst sind unsere Aufgaben dabei die Zielgruppenanalyse. Nur wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, kann ich sie auch optimal bedienen. Dazu gehört natürlich auch die Content- und Produktoptimierung. Wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, welche Inhalte interessieren, kann ich meinen Content genau darauf ausrichten und auch mein Produkt immer weiter daran anpassen. Und alles in allem sonst das natürlich auch zur Reichweitensteigerung verhelfen. Ich habe das mal für die Aufgaben in der Redaktion runtergebrochen. Wir sitzen im Herzen von Berlin, deswegen hier schön an der Seite mal der Berliner Fernsehturm. Man kann sagen, dass wir unsere Aufgaben in der Redaktion in zwei Bereiche teilen. Einmal ins Tagesgeschäft, wo wir dafür zuständig sind, verschiedene Kanäle zu bespielen. Und es wurde ja schon erwähnt, dass es uns dabei gar nicht um die schon bekannten Kanäle, wie beispielsweise Instagram oder Facebook geht. Das macht bei uns das Social-Media-Team. Sondern eben auch um Kanäle, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Sei es Update, sei es Flipboard, sei es Apple News, sei es Google Showcase. Alles Begriffe, die der ein oder andere jetzt vielleicht das erste Mal hört, vielleicht sind einem die Begriffe aber auch schon vertraut. Das ist das, was wir eben machen. Wo gehören unsere Inhalte eigentlich hin? Auf welchen Kanal? Für wen die aufbereitet? Wir monitoren den Traffic. Das machen wir zusammen mit den CVDs, also mit den Chefs vom Dienst, die dafür zuständig sind, die Seite zu steuern und wirklich zu entscheiden, wo welcher Inhalt stattfindet auf der Seite. Und wir haben eben den Blick über die Seite hinaus. Was wir im Tagesgeschäft außerdem noch machen, ist, neue Geschichten aufzuspüren. Gibt es irgendeine Emotion, die gerade draußen in Deutschland oder in der Welt rumfliegt, die wir noch nicht so ganz greifen können, wo wir sagen, dazu müssen wir noch irgendwie eine Geschichte machen? Oder gibt es irgendeinen Aspekt zu einem großen Thema, den wir noch gar nicht mit bedacht haben? Das gehört zu unseren Aufgaben mit dazu. Und darüber hinaus ist es auch unsere Aufgabe, bei Strategien und Projekten mitzuhelfen. Sei es die Datenanalyse, also wenn jetzt ein Ressort zum Beispiel sagt, beispielsweise das Sportteam, ich möchte jetzt, dass ihr uns dabei helft, genau zu sehen, welche Inhalte eigentlich für unsere User besonders passend sind. Ich möchte aber auch verstehen, welche vielleicht nicht so ganz passend sind. Dann können wir uns wirklich die Daten so genau anschauen, dass wir das rauskristallisieren können. Wobei wir auch unterstützen, ist bei der Planung von Leuchtturmprojekten. Leuchtturm deshalb, weil es eben Themen sein sollen, die herausstechen, die im Gedächtnis bleiben. Wir helfen bei der Vorplanung und bei der Umsetzung. Wir kümmern uns darum, Innovationen auf dem Schirm zu haben und natürlich auch neue Plattformen und neue Kanäle. Und das führt mich auch direkt zu dem nächsten Teil, nämlich zu den neuen Zielgruppen und den neuen Kanälen. Das ist ja eigentlich die Frage, um die es heute geht. Wie gehen wir neue Communities eigentlich an? Bei uns ist es so, dass wir folgende Strategie haben. Kann mal mehr, mal weniger passend sein. Wenn wir sagen, wir haben einen neuen Kanal und somit auch eine neue Community identifiziert, zum Beispiel, weil gerade ein Trend losbricht oder weil wir einfach merken, wir bekommen schon Traffic darüber und wollen mehr verstehen, wie dieser Kanal funktioniert, wie die Community tickt, dann schauen wir uns diesen Kanal natürlich erstmal an. Man kann mit bloßem Auge sehen, was offensichtlich ist, wie ist das Menü gestaltet, wie ist die Themenauswahl. Man sieht auf den ersten Blick auch, wie es die anderen Publisher machen und kann eine gute Konkurrenzanalyse durchführen. Denn dadurch lernt man eigentlich am meisten, wenn man sich viel davon abschauen kann, was andere Publisher eben machen. Besonders wertvoll für uns, um die Community gut verstehen zu können, ist es natürlich, wenn es ein Kommentarfeld gibt, wo wir einfach mal uns reinklinken und durchlesen können, was eigentlich in der Kommentarspalte so abgeht. Sind es eher User, die sehr aggressiv kommentieren? Sind es eher User, die nettes miteinander pflegen? Manchmal kriegt man da schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Community tickt. Man darf natürlich nicht zu schnelle Schlüsse ziehen. Manchmal hat man aggressive Kommentatoren dort, obwohl die Community an sich relativ friedlich ist. Und
Und man sieht aber auch auf den ersten Blick an der Themenauswahl, für wen dieser Kanal, diese Plattform eigentlich ausgerichtet ist. All das schauen wir uns im ersten Schritt an. Und dann gucken wir natürlich auch, welche Voraussetzungen wir eigentlich erfüllen müssen, um entweder besser angezeigt zu werden oder überhaupt erst aufgenommen zu werden. Sei es, dass wir technisch noch was liefern müssen. Viele News-Aggregatoren funktionieren auf Basis von RSS-Feeds, wo wir eben unsere Inhalte hinliefern mit Zeitstempel, mit Autorenangabe und so weiter und so fort. Da muss man natürlich vorher schauen, was eigentlich benötigt wird. Manche News-Aggregatoren mögen es, wenn man ihnen Mails schreibt und sagt, hey, wir haben gerade drei Inhalte, die perfekt für euch passen. Können wir also per Mail einfach hinschicken. Und wieder andere haben ihr eigenes Content-Management-System, in dem wir direkt händisch einpflegen können, was wir dort als Inhalt darstellen wollen. Was natürlich immer hilft, ist, das Unternehmen direkt einfach zu kontaktieren, sofern man den Kontakt findet. Denn im Endeffekt sind die Unternehmen natürlich diejenigen, die am besten wissen, warum sie eigentlich ihren Kanal so aufgebaut haben, wie sie es getan haben, wie die Community tickt. Und die sind auch immer sehr gewillt, Fragen zu beantworten. Und wenn das alles einem nichts bringen sollte, dann hilft es auch sehr, bei anderen Publishern mal nachzufragen. Manchmal hat man Glück und es wird einem das ein oder andere beantwortet und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Sobald es für uns möglich ist und wir all diese Schritte durchgegangen sind, gehen wir natürlich auch an die Datenauswertung. Welche Inhalte von uns finden vielleicht auf diesem Kanal schon statt? Was kommt bei der Community gut an? Und was können wir noch verstärken? Sobald wir herausgefunden haben, was das ist mal leichter, mal schwieriger, je nachdem, was auch für eine Logik hinter diesem Kanal liegt, zurren wir für uns einen Workflow fest. Es ist aber so, dass wenn wir diesen Workflow einmal festgezurrt haben, wir natürlich immer und immer wieder kritisch hinterfragen und optimieren müssen, was wir eigentlich den ganzen Tag tun. Denn nur weil der Kanal zu einem bestimmten Zeitpunkt so oder so funktioniert, heißt das nicht, dass das für immer so bleibt. Das heißt, wir müssen immer die Augen offen halten, was sich gegebenenfalls ändert. Beim Umgang mit Communities stellt sich natürlich auch die Frage, was uns dabei eigentlich wichtig ist. Man hat dann diese Community, die man neu zu sich dazu gewonnen hat und muss natürlich behutsam damit umgehen, damit man die User auch an sich bindet. Was wir dazu immer gerne machen, ist Feedback einzuholen und dieses Feedback auch wirklich ernst zu nehmen. Denn wenn man die User mit einbezieht, kann man wirklich zum Teil sehr, sehr konstruktives Feedback bekommen, das einen weiter voranbringt. Natürlich können wir uns nicht nur darauf stützen, was die User selbst sich wünschen, denn manchmal wissen sie das selbst gar nicht so genau, sondern wir müssen im Endeffekt die sein, die die Bedürfnisse hören, am besten auch selbst verstehen, was das Bedürfnis ist und dann aber dem User immer einen Schritt voraus sein müssen. Ich möchte jetzt mal, dass sich jeder, der gerade zuhört, folgende Situation vorstellt. Man sitzt im Garten, man ist am Grillen, es ist Spätsommer und auf einmal wird man von einer Wespe gestochen. Der Stich schwillt an, tut weh, es ist alles furchtbar. Man greift zu seinem Handy und googelt Wespenstich, was soll ich jetzt machen? Dann kommt man bestenfalls zu einem T-Online-Artikel, der einem ein paar Hausmittel verrät, was man bei diesem Wespenstich jetzt eigentlich machen soll. Heißt, mein Bedürfnis in dem Moment ist, meinen Schmerz von dem Stich zu lindern. Wenn ich es klug anstelle, packe ich relativ weit oben in den Artikel einen weiterführenden Link, der mir erklärt, wie ich es das nächste Mal verhindern kann, überhaupt erst gestochen zu werden. Heißt, der Nutzer weiß in dem Moment gar nicht, dass es sein eigentliches Bedürfnis ist, nie wieder gestochen zu werden, weil er in dem Moment so von seinem Bedürfnis, diesen Schmerz zu lindern, beeinflusst ist, dass er noch nicht weiter denkt. Diesen Schritt müssen wir aber weiter denken. Da geht es so ein bisschen in die Psychologie. Es macht sehr, sehr Spaß, sich in den User reinzudenken. Und das gehört eben auch zum Audience Development dazu. Und jetzt komme ich auch schon zu unseren Tools, beziehungsweise zu einem Bruchteil davon. Ich zeige ein Tool, was wir uns eingekauft haben und zwei Tools, die wir in-house gebaut haben. Das erste Tool, was wir tagtäglich nutzen, und zwar nicht nur wir im Audience Development Team, sondern auch die Redakteure, die Chefredaktion, die CVDs, alle können das nutzen und haben Zugänge dazu, ist Taboola Newsroom. Das ist ein Tool, in dem man sich den Traffic und den Echtzeit-Traffic anzeigen lassen kann. Und das Schöne dabei ist, dass man nicht nur irgendeine Zahl sieht, so viele Nutzer sind jetzt gerade auf der Seite, sondern ich kann ganz genau sehen, wie die Traffic-Quellen verteilt sind. Und dadurch wird die Relevanz der Kanäle und Communities abseits der Startseite auch noch viel sichtbarer. Ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen, aber man kann sich das so filtern,
dass man wirklich sagt, ich habe die Page Views, die gesamten, sehe die Verteilung auf die verschiedenen Devices, weiß also auch, wie viele User sind eigentlich gerade am Desktop, wie viele mobile, wie viele am Tablet. Und ich kann auch sehen, was über die sozialen Kanäle reinkommt, was über Google reinkommt, was über direkten Traffic, also entweder über die Startseite oder eben über eine Ressortseite reinkommt und wie viel User eigentlich auch gerade über andere Kanäle reinkommen. Das ist für uns immer wichtig, weil das Denken von der Startseite so ein Stück weit weggehen sollte, denn Nachrichten finden natürlich nicht nur auf den Startseiten der Publisher statt, sondern überall. Was für uns auch immer sehr, sehr gut ist, ist, dass wir in Taboola Newsroom auch sehen können, wie die Bounce Rate, also die Absprungrate ist. Das sieht man im Screenshot unten rechts, solche Prozentzahlen. Da kann ich wirklich sehen, wie viel Prozent der User, die auf den Artikel kommen, auf welchem Weg auch immer, nach dem Artikel aussteigen. Wenn ich also sehe, die Prozentzahl ist sehr hoch, dann muss ich schauen, was habe ich gemacht, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht und wie kann ich die User noch mehr bei mir halten. Ich habe jetzt, um die Traffic-Verteilung mal ein bisschen genauer zu zeigen, noch einen Screenshot. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht das schönste Beispiel vom Thema her, aber es war tatsächlich an dem Tag, als ich es rausgesucht habe, eins der Beispiele, was wirklich perfekt gezeigt hat, wie die Verteilung auf unterschiedliche Plattformen und unterschiedliche Communities sein kann. Man sieht einmal oben unter der Überschrift von dem Artikel so ein paar bunte Icons und denkt sich so, was ist denn jetzt dieses komische B, was ist denn jetzt hier dieser Blitz, was ist dieses Rot-Weiße und kann sich das, wenn man das aufklappt, genau anschauen. Man sieht, wie viel Prozent der User und wie viele Page-Views dann eben auch über den Kanal kommen, über Social, über Search, also über Google. Und bei Search gibt es nochmal eine extra Aufteilung nach Google News, Google AMP und Google. Dann sieht man den Direct Traffic und eben auch beispielsweise Flipboard und Break. So, weil die Zeit mir jetzt langsam davon rennt, komme ich mal zu dem in-house gebauten Tool, nämlich zur Content Engine. Ich kann natürlich jetzt auf einer Folie niemals diesem ganzen Tool gerecht werden, aber dafür habe ich unseren Blog-Eintrag unten verlinkt. Das kann auch jeder einfach nach Content Engine hier online mal googeln, dann kommt man auch auf diesen Artikel. Das ist nämlich ein Tool, was bei uns gebaut wurde, wo all unsere Inhalte gebündelt werden und auch alle Daten aus verschiedensten Datenquellen, die wir haben. Heißt, wenn ich mich zu einem bestimmten Themenkomplex schlau machen will, was wir eigentlich haben, kann ich das oben eingeben. In dem Beispiel ist es Coronavirus, was sollte es auch anders sein gerade. Und ich bekomme alle Artikel, Fotoshows, Quiz und Videos, die wir zu diesem Themenkomplex haben, sofort angezeigt. Heißt, ich sehe, wie viele Artikel haben wir dazu, wie viele Fotoshows. Ich kann mir auch anschauen, welche Fotoshows, wie viele Quiz und wie viele Videos. Gibt es vielleicht was, was in meinen Artikel, den ich gerade mache, reinpasst, weil es ein Artikel ist oder eine Fotoshow, die nicht alt wird. Und vor allem kann sich auch jeder Redakteur und jede Redakteurin die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick anschauen. Mit Daten ist es ja immer so eine Sache, dem einen liegt es, die anderen kriegen schon Panik, wenn sie Zahlen nur sehen. Mit dem Tool kann man das wirklich sehr, sehr sichtbar für alle machen und auch leicht verständlich. Wie gesagt, diese Content Engine kann auch sehr viel mehr. Aber ich würde an dieser Stelle tatsächlich schon zu unserem letzten Tool gehen, was ich gerne zeigen möchte, weil ich es ganz besonders cool finde. Das ist nämlich Buddy. Und Buddy ist ein virtueller Mitarbeiter bei T-Online, der Daten sammelt und automatisch relevante Infos an die Redakteure und Redakteurinnen rausschickt. Heißt, Buddy kann einen zum Beispiel loben und sagen, dein Artikel rankt gerade für Angela Merkel auf Platz 1 bei Google. Oder Buddy kann sagen, wow, dein Artikel wurde schon mehr als 500.000 Mal gelesen. Das ist echt eine riesig große Zahl. Dann freut man sich natürlich. Was wir aber auch bei Buddy so eingestellt haben, ist, dass er nicht nur lobt, sondern dass er natürlich auch Kritik äußert. Denn Lob ist schön und gut, können wir alle gut gebrauchen. Aber wir kommen ja nur voran, wenn wir auch sehen, was wir noch nicht so gut machen. Deswegen kann Buddy auch sagen, dein Bild ist zu dunkel, dein Teaser ist zu lang, du hast eine Floskel verwendet, das passt alles noch nicht. Und dann kann der Redakteur oder die Redakteurin direkt eingreifen, etwas daran ändern und dann ist Buddy glücklich und lobt einen. Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrags angekommen. Perfekt. Ganz lieben Dank für die ganzen Inhalte. Ich habe direkt hier schon zwei Fragen, auch an T-Online. Wir gehen ja dann später noch mal ins Gespräch, aber jetzt direkt, die würde ich noch mitgeben, denn gerade hattest du bei Buddy gesagt,
dass es an die jeweiligen Redakteure dann rausgesendet wird, was ich erstmal generell eine schöne Idee finde. Und Tom aus Nürnberg möchte nämlich gerne wissen, wie groß ist denn die gesamte T-Online-Redaktion? Also wenn man nur die Redakteure betrachtet, sind wir inzwischen über 100 Redakteure. Wow. Ja. Wow, das ist echt viel. So, jetzt war hier gerade noch eine zweite Frage. Das ist natürlich super, dass die jetzt hier gerade schon wieder weg ist. Es ging aber, glaube ich, sofern ich das gerade noch überflogen habe, ging es darum, dass bei T-Online keine klassische Kommentarfunktion ist. Ist das richtig? Gibt es so in der Form momentan nicht mehr. Ach, warte, jetzt ist sie wieder. Genau, ja. Wann wurde, weshalb die Entscheidung getroffen, die Kommunikation auf der eigenen Website zu entfernen? Genau. Wir hatten eine ganze Zeit lang diese Kommentarfunktion. Wo Kommentare sind, ist sehr viel Pflegeaufwand. Ist ja logisch. Und wir haben das jetzt für die Zeit erstmal ausgestellt, sind dabei eine neue Community-Strategie zu erstellen. Und dann kann man auch wieder kommentieren. Ah. Das ist also nur eine temporäre Lösung. Ja. Ah, eine temporäre Lösung. Okay, da haben wir schon wieder was erfahren. Denn eine nächste Frage wäre von mir noch gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie viele Kommentare vielleicht so ein bisschen, ja, falsch platziert sind. Also im Sinne von, ihr macht da irgendeinen ganz tollen Beitrag und dann schreibt jemand drunter, ja, mein Internet funktioniert nicht. Oder kam das sowas? Das kann immer passieren. Ja. Sagen wir es so, wir haben ja zum Beispiel auf Instagram und Facebook oder auch über Leserbriefe oder Leser-E-Mails immer die Möglichkeit, Feedback einzusammeln. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir irgendwem das Wort verbieten wollen, im Gegenteil. Wir ermuntern immer und auch regelmäßig dazu, uns eben Feedback zu senden. Es muss natürlich immer an der Stelle platziert werden, wo es dann auch Sinn macht. Ne? Ja, genau, richtig. Super. Bei der Größe, die wir eben erreichen, also die Reichweite, die wir haben, natürlich nicht immer ganz einfach, alle User irgendwie im Zaum zu halten. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Danke schon mal für die ganzen Infos. Wir haben jetzt noch zwei Vorträge und dann sehen wir uns ja auch noch mal in der Gesprächsrunde später wieder. Dankeschön. Ja, und damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema Work in Progress, Erfahrungen aus 3 Jahren Innovationsarbeit. Also wir sprechen jetzt nicht nur über das komplett letzte Jahr, was alles passiert ist an Innovationen, sondern wie gesagt, die letzten 3 Jahre. Johannes Klingebiel, Innovation und Research bei der Süddeutschen Zeitung. Also das heißt, wir tauchen jetzt sozusagen in den Maschinenraum Innovation ein und das finde ich spannend. Es geht gar nicht so sehr darum, dass das alles so technologiegetrieben ist, sondern es geht darum, wie man die bestehenden Tools am innovativsten nutzen kann. Dazu hat er sogar ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist es zu lang für einen Blogbeitrag und zu kurz für ein Buch. Aber auf jeden Fall trägt es den Titel Work in Progress, Erfahrung aus 3 Jahren Innovationsarbeit. Und es geht eben im Schwerpunkt darum, wie bei der Süddeutschen Innovation vorangetrieben wird. Und das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Johannes Klingebiel. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Dann lege ich einfach los. Also, wie bereits gesagt, mein Name ist Johannes Klingebiel. Ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung Digitale Medien Innovation. Das ist eine Unterabteilung des SZ-Verlags. Da mit Focus auf Design und eben Recherche. Nebenbei, ich schreibe noch einen etwas unregelmäßigen Newsletter. Also hier so der kleine Werbeblock gleich am Anfang. Wer Lust hat, den zu abonnieren, der ist herzlich eingeladen. Und wie bereits gesagt, der Grund, warum ich hier bin, ich habe Ende letzten Jahres mal versucht, so die Erfahrungen aus den 3 Jahren zusammenzuschreiben und dann auch veröffentlicht. Es ist fairerweise nicht wirklich kein Buch, es sind am Ende 20 Seiten geworden, die man auch noch online kriegen kann, wenn man mich googelt mit dem Namen Work in Progress. Und ja, ich dachte, ich gebe mal so einen Abriss aus den Erfahrungen, die wir einfach auch gemacht haben. Und ich glaube, am besten fängt man immer so ein bisschen an, um über Innovationsmythen zu reden. Und vor allem, denke ich, das große Problem, was wir oft erlebt haben in der Arbeit und was ich immer wieder auch bei anderen Teams sehe, ist so diese oft sehr widersprüchlichen Vorstellungen davon, wie Innovation auszusehen hat, wie Innovation sich anzufühlen hat in vielerlei Hinsicht. Und ich mag diese 2 Bilder, weil die das, finde ich, sehr schön so in einen Kontrast stellen. Und das erste Bild hier links, der Herr mit der gelben Regenjacke, mit der Kamera,
Den Koffer, den er umhat, das ist der sogenannte 5G-Backpack der New York Times. Was das Ding kann, ist im Grunde, das ist eine kleine Sendestation, die man sich um den Hals hängen kann. Hier als Prototyp, deswegen auch noch etwas unhandlich. Und das kann mir mehr oder weniger live die Bilder, die dieser Fotograf schießt, in den Newsroom an den Bildschirm der New York Times beamen. Und letztendlich sind die Bilder damit 30 bis 45 Minuten schneller auf der Webseite. Das ist irgendwie nett, das hat ein Buzzword mit drin, das hat was mit Technologie zu tun, also da wäre überhaupt kein Problem, damit irgendwie das Label Innovation dran zu kleben. Ich persönlich finde das Rechte aber weitaus spannender. Das Rechte ist The Sentinel, das ist gehört dem Marfa Sentinel, das ist eine kleine Lokalzeitung aus Texas. Die Redaktion sieht man da links in dem kleinen Türchen, wo natürlich noch das Licht brennt. Rechts, und das ist das Spannende daran, das Sentinel selber ist im Grunde ein Café. Die Zeitung hat ein eigenes Café, ist damit Plattform für sein Publikum im Lokalen, hält darin Diskussionsrunden ab, man kann darin seine Hochzeit feiern, man kann da auch immer noch einen Kaffee trinken, mit den Redakteuren reden. Also es ist auf einmal so eine ganz, ganz andere Idee davon, wie Lokaljournalismus funktionieren kann. Und wenn ich beides so ein bisschen vergleiche und versuche so ein bisschen abzuschätzen, dann finde ich, ist das zweite, das Sentinel, weitaus spannender, weitaus innovativer. Und das führt aber immer so ein bisschen auch so diese Missverständnisse. Also wenn wir uns Innovation anschauen, die letzten 10 Jahre und was als Innovation noch gehandhabt oder gehandelt wurde, dann ist es fast ausschließlich immer Technologie im Kontext von Distributionskanälen gewesen. Also Themen wie Voice, wie Virtual Reality, Augmented Reality, 5G, Chatbots, Podcast, Newsletter, ein paar davon noch absolut berechtigt, ein paar davon eher Zeitverschwendung für die meisten Redaktionen. Das führt aber oft dazu, dass eben viele Felder übersehen wurden. Also sowas wie Dienstleistungen, wie Branding, wie Community, wie Tools, die man selbst entwickeln und verkaufen könnte, wie welche Dynamiken sich auf Plattformen bilden, wie man Organisationen umbauen kann oder eben wie Klimawandel. All diese Dinge verstehen Redaktionen selten unter Innovation. Und das Problem ist, es zieht sich so ein bisschen durch. Das sind so zwei Bilder, so aus den 60ern und 70ern, so auf der einen Seite so das Radio, das mir die Zeitung morgens ausdruckt und auf der anderen Seite der Fernsehsender, der mir statisch einfach die Titelseite der Zeitung sieht. Also wir verstehen irgendwie die Zukunft von Journalismus nur über seine Distributionskanäle, selten über, wie arbeiten die Leute darin eigentlich, welche Machtverhältnisse gibt es nach außen. Und es ist nicht besser geworden, selbst seit diesen Zeiten. Also das ist jetzt von Trend One aus 2006. Die haben versucht, einen Best-Case und Worst-Case und Base-Case-Szenarien für Film und Gaming in der Zukunft zu machen. Und da sind durchaus witzige Sachen drin, wie wir hätten 2019 mit der Creation of the Matrix anfangen sollen. Es hätte 2015 vielleicht schon Digital X-Ray Glasses gegeben und selbstzerstörende DVDs für, wenn ich mir Videos ausleihen will. Sowas wie Netflix kam da drin nicht vor. Oder dass das Global Mobile Broadband Internet hätte erst so um 2018 existieren sollen. Und der Schluss, zu dem wir da eigentlich kommen müssen, wenn wir uns das anschauen, ist, dass diese Voraussagen über die Zukunft von Medien, gerade die technischen Voraussagen, alle grundsätzlich falsch sind. Oder zumindest zu einem sehr hohen Anteil sehr wahrscheinlich falsch sind. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, wir romantisieren sehr die Arbeit an Innovation. Wir haben immer so diese Idee im Kopf von, man braucht irgendwie eine gute Idee, geht dann in seine Garage und verändert dadurch die Welt. Und das macht eine schöne Story, damit kann ich schöne Filme drüber drehen, da kann ich auch schöne Biografien drüber drehen, aber das ist nicht die Realität. Fortschritt passiert einfach anders, gerade wenn wir bei Apple bleiben und uns das iPhone so ein bisschen anschauen, was das iPhone erst erfolgreich gemacht hat, so ja, Design war eine Komponente dazu, ja, Vision war eine Komponente dazu, aber das, was es erfolgreich gemacht hat, ist Apples extrem skalierbare und resiliente globale Lieferkette und das zweite, die Unternehmenskultur, die weiß, wie sie mit Designkompromissen umgehen kann. Und das ist das, was ich so ein bisschen hier auch sagen will, ist, wir ignorieren sehr oft den Kontext, in dem Innovation entsteht. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf das Objekt, den Chatbot, den Newsletter, eben das iPhone, die Mars-Rakete, was auch immer. Und was aber viel interessanter ist, sich anzuschauen, wie entsteht dieser Kontext, wie ermöglicht dieser Kontext Innovation oder eben nicht. Der Designer, den Hill hat für diesen Kontext selber, finde ich einen sehr schönen, wenn auch etwas schwammigen Begriff entwickelt. Und er nennt es die Dark Matter, also die dunkle Materie, die wie das Universum, wie sie das Universum zusammenhält, aus ein bisschen Unternehmen und Organisationen zusammenhält und das, was sie produziert, beeinflusst. Und er definiert das sehr breit. Also für ihn gehören da sowas wie Organisationskultur dazu, aber halt auch sowas wie Geschäftsmodelle, die Governance Structures, die ich intern aufbaue, die Marktmechanismen, in denen ich mich bewege, aber halt eben auch sowas wie
lokale Identitäten, die Ideen, die ich über mich und meine Rollen in dieser Organisation habe, zum Beispiel, gehört auch dazu. Also all das, den Kontext, in dem Entscheidungen getroffen werden und auch vielleicht, welche Entscheidungen überhaupt zugelassen werden. Und das deckt sich mit sehr viel so auch Organisationsforschung, gerade aus diesem cybernetischen Bereich auch. Also Conway, der Informatiker Melvin Conway hat in den 70ern auch Conway's Law definiert, was im Grunde besagt, die Aufbau einer Struktur, einer Organisation oder die Kommunikation einer Organisation definiert, wie sie am Ende Objekte produziert. Und wir sehen das ja immer wieder auch in Redaktionen so. Wenn es was Neues ist, dann ist es vielleicht eine neue Beilage oder dann ist es ein neues Magazin, was nicht grundsätzlich falsch ist, aber das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie halt so die eigene Art und Weise, über Dinge nachzudenken, beschränkt, was ich bauen kann. Und das heißt, und das ist so ein bisschen so das Fazit, zu dem Dan Hill auch kommt, ist, ich kann nicht wirklich innovativ sein oder ich kann nicht wirklich ihr nennt es Transformative Service bauen, ohne selber darüber nachzudenken, wie ich die Organisation selber auch verändern kann. Und das clasht natürlich so ein bisschen eben mit genau dieser Problematik, dass Organisationen deswegen existieren, weil sie sich eben nicht verändern, weil sie sich eben nicht sprunghaft verändern können. Und das ist okay. Das ist absolut richtig. Also komplexe Organisationen sind by design immer schwerfällig, langsam und unfreundlich, gerade wenn wir über 20 Leute hinauswachsen. Und wie gesagt, das ist auch so in gewisser Weise ein Immunsystem oder ein Schutzmechanismus. Also allein schon, wenn ich mir das Chaos vorstellen würde, wenn jeder meiner Kolleginnen plötzlich in der Lage wäre, seine Idee umzusetzen. Da wären sicher auch spannende Sachen dabei, aber wir wären wahrscheinlich Ende der Woche pleite, weil einfach dieses Daily Business gemacht werden muss. Und ich finde, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist eine Dokumentation, die Vice 2016 über die The Machinists gemacht hat. Das sind im Grunde drei Männer, die eine der New York Times Pressen am Laufen halten, die jeden Tag fast 100.000 Ausgaben produziert. So, das ist die Priorität der Organisation. Wenn diese drei Leute an einem Tag krank werden, ist das ein Riesenproblem für die Organisation. Wenn ich und mein Team, wenn wir krank werden für eine ganze Woche lang, die Organisation existiert weiter. Also die Aufgabe der Organisation ist es natürlich immer, das Daily Business am Laufen zu halten, nicht meine Ideen umzusetzen. Das heißt, und das ist so ein bisschen das, was ich versuche oder wo so die Erkenntnis kam, so wir bräuchten ein bisschen einen anderen Ansatz. Einen anderen Ansatz über Innovation nachzudenken, einen anderen Ansatz über den Prozess nachzudenken. Und ich gebe vollkommen zu, dass ich nicht alle Antworten hier habe, nur so eine Ahnung dahinter. Aber ich glaube, es ist hier so ein bisschen hilfreich, auch wieder zurückzugehen, so zu dem iPhone selber und sich darüber nachzudenken, okay, welche Kompromisse wurden eigentlich beim Design eines iPhones eingegangen? Wir wissen es natürlich nicht, aber wir können es so ein bisschen erahnen. Also wenn es sowas wie Regularien und Gesetze angeht, also sowas wie C-Label zum Beispiel, welche Spannungen darf der Akku aushalten, welche Lebensdauer hat ein Akku, die Verfügbarkeit von Bauteilen, einer der großen Gründe, warum zum Beispiel es noch kein 5G-iPhone gibt, ist, weil die Sender zum Beispiel nicht in einem möglichst großen Stückzahl vorhanden waren bisher, kann ich das Design, das ich entwickelt habe, in dieser Größe überhaupt produzieren, etc., etc., Resilienz der Lieferkette, all das, was wir jetzt gerade mit Covid sehen und die Chip knapp halten, all diese Dinge spielen da natürlich rein und auch so die Einhaltung von Qualitätsstandards und das ist auch so ein schöner Aspekt auch wieder, wo so Ideen wie so Minimal Viable Products sind alle irgendwie ganz nett und die funktionieren im Startup-Kontext sehr, sehr gut. Wenn ich aber eine voll ausgebildete, komplexe Organisation bin mit einer festen Marke, mit einem gewissen Standard dahinter, dann kann ich all diese Dinge gar nicht mehr so unreif auf den Markt werfen. Ich brauche eine etwas höhere Leiste an diesen Stellen. Und ich glaube, so eine der Grundfähigkeiten, die man eigentlich entwickeln kann in so einem Innovationsteam oder beziehungsweise die man dringend braucht, ist eben genau zu wissen, wie muss ich diese Kompromisse eingehen. Und das Helsinki Design Lab, in dem Dan Hill damals gearbeitet hat, hat diesen sehr, sehr schönen Begriff dafür gefunden und nannte Stewardship, was ich eben versucht habe, so ein bisschen als Kompromissmanagement zu übersetzen. Also die Fähigkeit, durch geschickte Kompromisse, durch Allianzen und Projekte, durch die Dark Matter einer komplexen Organisation zu lenken, zu wissen, wo kann ich Abstriche an einigen Stellen machen? Gibt es Sollbruchstellen, die ich in Projekten einbauen kann? Gibt es vielleicht Dinge, an denen ich selber noch pushen kann, um vielleicht für mich mehr einen Erfolg rauszuholen? Das bedeutet halt im Grunde, die Organisation in- und auswendig zu kennen, zu wissen, warum bestimmte Leute bestimmte Entscheidungen treffen und eben das manövrieren zu können. Und ich denke, der nächste Punkt ist auch das, eben, wenn es darum geht, nicht mehr nur das Produkt zu beobachten, sondern eben auch einen etwas weiteren Zirkel zu spannen drumherum, zu verstehen, was will ich machen, in welchem Kontext muss ich das inkludieren und was von diesem Kontext will ich eigentlich verändern. Und ich habe versucht, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, hier zu sagen,
Es gibt das Produkt und das Projekt. Es gibt die Infrastruktur drumherum, die eben den Erfolg dieses Produkts oder Projekts eben beeinflusst und darum selber wieder den Kontext, Dinge, die ich vielleicht gar nicht verändern will oder verändern kann. Um das so ein bisschen konkreter oder auch greifbarer zu machen, ich habe es mal in so einem, an den SZ-Podcast hier mal so versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich glaube, das Erste, wo viele dran denken, wenn ich sage, so, wir machen jetzt einen Podcast, ist erstmal darüber nachzudenken, okay, welche Inhalte brauche ich, welche Stimmen brauche ich dafür, wie sieht das vielleicht mit Werbung aus, welchen Aufbau sollte das haben, welches Sounddesign brauche ich dahinter, etc. Und das sind alles absolut richtige Fragen. Aber sehr viel wichtiger für den Erfolg eines Podcasts oder für jedes andere Produkt ist eigentlich, sich darüber nachzudenken, okay, wie sehen die Prozesse mit der Redaktion aus? Gibt es ein Studio, das ich verwenden kann? Gibt es Prozesse mit dem Anzeigenverkauf, die funktionieren? Habe ich die nötige Audiotechnik dafür? Muss ich die anschaffen? Welche Verbreitung benutze ich dafür? Wie embedde ich das auf der Webseite? All die ganzen kleinen Dinge, die oft erst im zweiten Schritt kommen, weil ich erst viel zu sehr beschäftigt bin, irgendwie einen Prototypen zu bauen. So, ist nicht unbedingt falsch, aber ich muss das in meinem Blick behalten. Und darum gibt es halt immer noch den Kontext, Dinge, die ich sehr wahrscheinlich nicht verändern kann mit dem Projekt. Also was wie Geschäftsmodell, redaktionelles Selbstverständnis, sind wir auf einmal eine Zeitung, sind wir ein Radio, all die Diskussionen, die dann auf einmal aufkommen, Strategien und natürlich auch die Geschichte mit Podcasts. Und all diese Elemente müssen einfach zusammenpassen. Und ich finde halt, das ist so der Grundauftrag von Innovation, ist halt eben hier, ich muss Infrastruktur, muss fest, also der Aufbau von Infrastruktur, die Gestaltung von Infrastruktur muss eben der feste Bestandteil von Innovationsteams sein. Nicht nur dieses, ich mache jetzt Tech-R&D, ich baue jetzt lauter Prototypen, sondern halt ganz bewusst darüber nachdenken, wie kann ich die Organisation verändern, wie kann ich Infrastruktur für die Organisation bauen. Und um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das Beispiel am Anfang, das ist der Grund, warum ich eben diesen Marfa Sentinel so viel spannender finde, ist, weil es ist ein sehr anderes Modell von Lokaljournalismus implizit, ein sehr anderes Modell von der Beziehung zwischen Journalist und dem eigenen Publikum, dem Auftrag, den hier das Medium auch selber hat und den Raum, den das Medium selber auch dem Publikum hier zuschreibt. Der 5G-Backpack, der ist nett. Das ist ein Gadget, das funktioniert super, aber es verändert sehr wenig an der Organisation selber. Und so, wenn ihr eins bitte heute mitnimmt, dann so ein bisschen das Organisation verändern und andere Definitionen für die eigene Arbeit finden. Und ich will das mal so ein bisschen hier zusammenfassen und ich merke, ich bin etwas schneller fertig, als ich gedacht hätte, aber hier so kurz in 4 Punkten, die finde ich für mich ganz wichtig, sind wirklich so die Grunderfahrungen sind aus den letzten 3 Jahren. Erstens, so die Zukunft von Medien wird nicht durch Technologie alleine bestimmt, die sind sicher ein Aspekt darin, aber es gibt sehr, sehr viele andere Bereiche, sehr, sehr viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zweites, Voraussagen über die Zukunft sind mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Trendreports sind immer wieder interessant zu lesen, aber man sollte sie eher als gut informierte Meinung verstehen, nicht unbedingt als Kristallkugel. Dritter Punkt, die Organisation wird immer die eigene Stabilität priorisieren, egal ob es ein Zeitungsverlag oder Google ist. Selbst Google ist katastrophal darin, Ideen seiner Mitarbeiter umzusetzen und überhaupt im Laufen zu halten. Und das Vierte ist auch hier, Infrastruktur eines Projekts ist oft wichtiger als das Projekt selber, vor allem, wenn ich im Innovationsteam arbeite und versuche, was Solides, Skalierbares aufzubauen. Ja, damit bedanke ich mich an der Stelle. Und ja, wenn es Fragen gibt, dann sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einblicke in die Innovation. Ich hatte so kurz Zeit, ich dachte, man muss mal ganz kurz erwähnen, es war so ein bisschen Schleichwerbung auch für Apple, hatte ich gerade so das Gefühl. Oder ein großer Apple-Fan, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, Apple ist einfach deswegen nicht unbedingt. Also ich habe ein MacBook, ich habe aber ein Android-Handy, also ich habe kein iPhone. ich glaube, der Punkt ist einfach, Apple ist einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil mit Steve Jobs und mit dem Design von Apple, da ist einfach sehr viel von diesem Mythos ist einfach da und Apple weiß das auch. Apple bedient das ja auch sehr gerne. Und deswegen ist es das schönste Beispiel an der Stelle. Microsoft ist so ein bisschen langweilig im Gegenzug dazu. Okay, ja. Wir haben uns letztes Jahr hier bei unserer Veranstaltung bei dem Medieninnovationstag natürlich ganz stark auch mit dem Thema Corona auseinandergesetzt. Also das war auch sehr in den Inhalten sozusagen mit platziert. Zum Beispiel, wie eben auch Drehs stattfinden können. Und was ich jetzt spannend finde, du hast ja über die letzten 3 Jahre, also über die letzten 36 Monate sozusagen deine Innovationsarbeit geschrieben, verfasst, wie auch immer. Und da wollte ich fragen, wie war das so vor 36 Monaten, vor 24 Monaten und was ist in den letzten 12 Monaten noch so passiert? Gab es da irgendwie so einen großen Knick?
An vielen Stellen. Also an vielen Stellen. Also ich meine, zum einen natürlich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, wir sind auch ein Zeitungsverlag, der natürlich auch entsprechend halt seine Einbußen hatte durch den Knick oder ein sehr absurde Einbußen an einigen Stellen hatte. Abos nach oben geschossen, Anzeigen nach unten geschossen. Die Art, wie wir arbeiten, hat sich verändert auf jeden Fall und sicher auch an einigen Stellen auf eine Art und Weise, die vorher nicht denkbar war. Es hat uns als Team auch dazu gebracht, andere Methoden auszuprobieren, was ich spannend und schön finde. Also Miroboards, ich glaube, das werde ich jetzt auch nicht mehr aufhören, damit zu arbeiten am Ende des Tages. Oder diese ganzen Multiplayer-kollaborativen Tools sehr explizit Teil eines Projekts machen. Ich denke, spannend wird eher tatsächlich, wie es weitergeht. Also so, ja, wir haben den Knick, aber ich bin eher neugierig, wie sieht es in den nächsten 12 Monaten aus, was davon bleibt, was davon verändert sich wieder, was davon entwickelt sich weiter. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier zwei Fragen. Ich würde die sozusagen mal auf eine packen, aber ich finde, die sind ein bisschen ähnlich. Also Ulrike Herrn hatte geschrieben von BR Next, ist Innovation nicht auch ein Experiment mit dem Recht zum Scheitern? Und das Zweite ist die Gefahr von Innovation Labs nicht auch oft, dass sie relativ ausgekoppelt vom eigentlichen Unternehmen sind, so nach dem Motto, ja, ja, die machen das schon. Frage 2 auf jeden Fall. Und wir haben im letzten Jahr, und ich habe im letzten Jahr sehr viel mit Innovationslabs geredet, die nicht im Medienbereich sind. Und ja, total. Dieses sehr Losgelöste wird oft gefordert von Innovationslabs selber. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, man müsste tatsächlich eher relativ nah an den Organisationen sein, weil man sonst keinen Hebel hat, um Dinge umzusetzen. Auch wenn das oft den eigenen Projekten ein Bein stellt, gefühlt. Mhm. Was Experimentieren angeht, absolut. Ich glaube, sogar viel wichtiger ist es, dass Innovationslabs oder Innovationsteams in der Lage sind, Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen, bevor sie Experimente starten. Weil ich glaube, ein Experiment muss immer der Versuch sein, eine Frage zu beantworten und nicht nur ein Experiment zu machen, um ein Experiment zu machen. Mhm. Und das ist ja auch wieder das Nächste. Wir reden sehr viel auch über sowas wie Fehlerkultur, wie Scheiterkultur in Unternehmen. Ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, eine Fragekultur zu haben, in der ich offen Fragen stellen kann, kritische Fragen stellen kann und der ich dann auch scheitern kann, um eine Frage zu beantworten. Ich meine, fairerweise muss ich auch sagen, es gibt einfach Aspekte, an denen, wenn ich scheitere, ist es immer ein Problem. So, wenn ich jetzt die Druckerei in meinem Experiment anzünde, dann werde ich sehr wahrscheinlich gefeuert, egal welche Fehlerkultur mein Unternehmen hat. Worauf das ja immer anspielt, ist, in der eigenen Arbeit experimentieren zu können. Ich glaube, es ist einfach wichtiger zu sagen können, ich experimentiere, um eine Frage zu beantworten. Und wenn ich dann scheitere, ist es meistens eine Antwort. Dann ist es meistens ein Nein oder eben die Annahme passt ja nicht so ganz. Aber ich habe es in einem Kontext gesetzt. Deswegen finde ich, ist es wichtiger, eben diese Fragen stellen zu können und diese kritischen Fragen stellen zu können, als tatsächlich irgendwie scheitern zu dürfen am Ende des Tages. Ja, super. Lieben Dank. Fragen stellen, auch ein gutes Stichwort, denn wir sehen uns ja dann auch noch mal in der Fragerunde wieder. Vielen Dank schon mal hierher und bis an dieser Stelle. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Vortrag. Ich wollte nur ganz kurz noch eine Information bzw. eine Frage, die zwischendurch auch noch mal reinkam, beantworten, die quasi so ganz allgemein gestellt wurde. Jemand hatte nämlich gefragt, ob das Event heute nur live ist oder ob das Ganze auch noch mal aufgezeichnet wird und im Nachgang mit zur Verfügung gestellt wird. Genau, das hatten wir letztes Jahr relativ kurzfristig gemacht und genauso werden wir es dieses Jahr auch wieder machen. Also falls es jemand verpasst hat oder hinterher noch mal in der Redaktion streuen möchte, das gibt's auf jeden Fall. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Vortrag. One Size Fits All ist Geschichte, zielgruppenorientierte Content-Strategie bei Funk. Florian Meyer-Havranek, Head of Content bei Puls, er koordiniert dort die BR und Zusammenarbeit mit Funk, also dem Content-Netzwerk für ARD und ZDF. Und die machen wirklich tollen, innovativen Content, zum Beispiel für die Reportage oder für das Reportageformat Die Frage, den Challenge-Kanal Du schaffst das nie und auch auf Instagram und Snapchat den Kanal I'm just myself, was übrigens auch ein Paradebeispiel ist, der auch schon Preise gewonnen hat und wo sie täglich Millionen von jungen Menschen erreichen. Und wie sie das machen, was das Geheimnis davon ist und ob sie vielleicht auch noch was in der Pipeline gerade haben, das wird er uns jetzt selbst verraten. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Ich weiß leider nicht, was die Einstiegsfrage war. Tonlich kam sehr wenig jetzt bei mir rüber. Ach, es gab. Ich würde sagen, ich fange einfach an, oder? Genau, perfekt, so ist es. Ich habe da was vorbereitet und genau, darum geht es ja auch. Fragen dann gerne hinterher.
One Size Fits All ist Geschichte, zielgruppenorientierte Content-Strategie bei Funk und bei Puls. Darüber will ich heute was erzählen, ganz kurz zu mir. Ich bin Florian Meyer-Hafranek und stellvertretender Redaktionsleiter bei Puls und damit auch seit einigen Jahren zuständig für die Kooperation mit Funk und für die Betreuung unserer Formate, die wir für Funk produzieren. Ich hole da deshalb gleich mal ein bisschen weiter aus, quasi, weil das Konstrukt gar nicht so leicht ist. Ich bin aber seit jetzt mittlerweile 5 Jahren in dieser Funktion und war quasi auch schon an der Entwicklung von Funk von Anfang an mit dabei. Das ist vielleicht ganz interessant in dem Kontext zu erzählen. Genau. Dann mal vorneweg. Ganz kurz, was ist Puls? Puls ist junger Content vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein Werbeplakat, mit dem wir tatsächlich so nach außen gegangen sind. Das hing so auf den Straßen, in den Fußgängerzonen. Und warum ist es wichtig, dass wir das, also warum ist mir das wichtig, das in dem Kontext jetzt irgendwie zu erzählen? Wir waren jahrelang ein Jugendradiosender mit TV-Sendungen, mit Homepage, mit Social-Media-Kanälen, also mit ziemlich viel dran und sind irgendwann zu dem Schluss gekommen und das greift vielleicht auch ganz gut an meinen Vorredner dann an, dass wir unsere interne Struktur umstellen müssen, um quasi über unser Selbstverständnis besser definieren zu können, was wir eigentlich sind. Und heute, wir befinden uns seit Jahren da in einem Change-Prozess, heute können wir über uns selbstbewusst sagen, dass wir das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks sind. Wir sind eben nicht mehr ein Radiosender, der ganz viele Digitalkanäle mit betreibt, sondern wir sind die Summe aus allem und Radio ist da natürlich ein Ausspielweg, aber ein YouTube-Format oder ein TikTok-Format hat da erstmal so den gleichen Stellenwert in unserem Netzwerk. Das Ganze schaut dann so aus. Dass wir früher eben diese verschiedenen Ausspielwege haben. Heute sind wir ein Zusammenspiel aus verschiedenen Produkten, die quasi Digitalprodukte sein können, die Analogprodukte sein können oder auch Events, also wo wir mit zum Beispiel einem Open Air oder einem Festival nach draußen gehen. Und in dieser Funktion sind wir nicht nur jemand, der Content produziert, auf dem dann Puls draufsteht, sondern wir produzieren auch Content für Funk. Da steht dann auch wirklich nur Funk drauf und deshalb auch hier ganz kurz der Exkurs, was ist Funk eigentlich? Funk ist das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, soll 14- bis 29-Jährige erreichen und explizit eben, das war der Auftrag damals, kein Fernsehen und kein Radio machen, sondern junge Leute da erreichen, wo sie sind, also auf den Drittplattformen, in den sozialen Medien und genau da sollte Funk dann auch mit Formaten hingehen. Und wir als Puls produzieren eben jetzt seit ein paar Jahren drei große Formate, zwei auf YouTube und eines auf Instagram und Snapchat. Und da komme ich jetzt dazu. Das sind Funk mit allen jetzt mal ungefähr mehr als 70 Formaten, drei davon sind von uns. Was habe ich jetzt mitgebracht? One Size Fits All ist Geschichte, 4 Tipps für junge Formatentwicklung für die junge Zielgruppe, also 4 Thesen, über die wir dann gerne auch sprechen können genauer. Die erste ist, die Nutzer verstehen. Und wenn wir bei Puls Content machen für 14- bis 29-Jährige oder in der engeren Zielfassung 16- bis 25-Jährige und für Funk produzieren, da auch 14 bis 29, dann kann man einfach sagen, das Wichtigste ist festzuhalten, es gibt nicht die jungen Leute. Also man kann nicht für die jungen Leute etwas produzieren, sondern wir müssen das aufteilen. Da habe ich mich jetzt mal dran orientiert, wie Funk die Zielgruppe aufteilt in diesem Alterssegment. Die gehen vor einmal nach 3 Informationsinteressen oder Interessen, mit denen man an Content rangeht. Information, Orientierung und Unterhaltung. Und die teilen zum Beispiel auch nach verschiedenen Alterskohorten. Und das ist quasi schon in der Zielgruppe, die sie erreichen, aber auch in der Entwicklung, also an Zielgruppen, an neue Zielgruppen, an die sie rantreten wollen. Der Screenshot oder das Slide, das man hier sieht, zeigt quasi tatsächlich mit Stand vergangenes Jahr die Verteilung der Funkinhalte auf die verschiedenen Content-Bereiche und Informationsinteressen und auf die verschiedenen Altersgruppen. Kann man zum Beispiel sehen, hier im sehr jungen Segment ist es vergleichsweise schwach. Da müsste man dann vielleicht sogar ein bisschen nachlegen. So nochmal, also wie Funk in der Entwicklung schon an neue Zielgruppen rangeht. Bedürfnisse, Alterscluster, Geschlechteridentitäten, aber natürlich auch Interessen. Das steht natürlich irgendwie auch überall.
Was heißt es jetzt für Puls, für uns als Produzent? Wir denken ähnlich, wir gehen ähnlich vor. Und als Beispiel habe ich da mal unsere Podcasts mitgebracht. Es gibt nicht die junge Zielgruppe, deshalb haben unsere Podcasts gezielt verschiedene Themen und dann auch wieder verschiedene Interessen oder verschiedene Altersgruppen dann in der Ansprache, in der Art, wie die aufbereitet sind, mit dabei. Und hier mal ein Blick in unser Portfolio. Wir haben einen Aufklärungspodcast, wir haben einen Serienpodcast, wir haben einen Psychologie-Podcast, einen für die LGBTIQ-Community oder einen über Hip-Hop. Genau, verschiedene Interessen stecken dahinter. Wir haben gesagt, es gibt quasi da nicht das eine Ding, das alle erreichen könnte. Die Kehrseite des Ganzen ist, man muss bestimmte Interessen, die man entweder nicht bedienen kann aus Ressourcengründen oder die einem jetzt mal von der Zielgruppe her nicht groß genug oder nicht wichtig genug erscheinen, muss man vielleicht auch, so leid es dann einem tut und so schmerzlich das ist, hinten runterfallen lassen. Führt mich gleich zur zweiten These. Wir denken mittlerweile in Produkten, also ganz gezielt auch quasi sprechen wir von Produkten, Digitalprodukten, weil wir festgestellt haben, und das schließt an die erste These an, ein Kanal alleine ist heute einfach nicht mehr in der Lage, alle Leute zu erreichen. Das hat einmal mit den verschiedenen Bedürfnissen zu tun. Das hat mit der Aufteilung zu tun, das hat aber auch natürlich irgendwie mit der Fragmentierung auf verschiedenen Plattformen zu tun. Ein Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, ist die Puls-Reportage, ein Reportageformat, ein wöchentliches, das wir auf YouTube produzieren, zu gesellschaftsrelevanten Fragen, die wir gerne über Selbstversuche klären, können kurios, aufschüttelnd oder investigativ sein, manchmal auch lustig. Was wir früher zusammen in einem Fernsehmagazin hatten, mit einem Format, das Schaffst du nie heißt. Heute ist es auch ein YouTube-Format, das ganz klar ein Unterhaltungsformat hat, einen Unterhaltungscharakter hat. Das ist ein Challenge-Format. Da geht es darum, dass Marc, der fiese Redakteur, den beiden Hosts der Sendung, Ari und Meini, Aufgaben stellt, fiese Aufgaben, und die müssen die lösen. Und wenn sie die nicht schaffen, werden sie bestraft. Und früher hatten wir die Grundlagen vielleicht für diese beiden Formate in einem eigenen TV-Magazin, das eine halbe Stunde lief und dann irgendwie alle Leute so erreichen sollte, so alle Jungen mal. Und dann irgendwie aber auch, die sollten sich quasi informieren und unterhalten fühlen, wenn man es jetzt mal darauf runterbrechen will, zum selben Zeitpunkt. Und man hat es halt dann in der Sendung so ein bisschen hin und her geschoben. Und das funktioniert heute nicht mehr. Das hat, könnte man vielleicht böse sagen, auch damals schon nicht so richtig funktioniert. Jetzt funktioniert es aber ganz gut. Das beide ist jetzt einfach, obwohl es ja zum großen Teil die gleichen Personen sind, die das Ganze produzieren, aufgeteilt auf zwei YouTube-Kanäle, und das funktioniert wesentlich besser. Also haben wir da genau mit der Vorgabe, in Produkten zu denken, auch richtig was gewonnen. Ein drittes Learning, was ich mitbringe, ist rauf auf die Plattformen. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Das ist gerade, wenn man Content für eine junge Zielgruppe macht, noch wichtiger, weil sie halt im Digitalen sind. Die sind nicht da, wo wir sie vermutet haben. Die hören nicht Radio, die schalten auch kein lineares Fernsehen mehr ein. Wir müssen dahin, wo die Leute sind, egal ob Video oder Audio. Und quasi, wenn wir da hingehen, wo die Leute sind, nämlich auf den Drittplattformen, also auf YouTube, auf Snapchat, jetzt natürlich auch auf TikTok, dann müssen unsere Produkte der Logik der gewählten Plattform folgen. Also das klang ja auch im ersten Vortrag schon an von Tier Online. Wir müssen erstmal verstehen, wie die Plattform funktioniert, um unsere Inhalte dann da auch platzieren zu können. Anders funktioniert das einfach nicht. Also als wir mit Funk angefangen haben und auch KollegInnen, die jahrelang Reportagen gemacht haben, quasi auf Video, sorry, ich höre im Hintergrund total krass ablenkend die Tonspur. Nochmal von vorne, wir haben Kolleginnen, die Videoreportagen seit Jahren gemacht haben, quasi als wir angefangen haben, auf YouTube zu gehen mit Funk, gesagt, hey, jetzt macht doch mal eure Reportagen für YouTube.
gemerkt, dass die auch erstmal eine neue Bildsprache lernen müssen, eine neue Geschwindigkeit, aber auch eine neue Ansprache in der Zielgruppe. Und das kommt auf die Moderation an, aber es kommt auch einfach darauf an, dass man dann einfach mit Lust eine moderierte Endcard am Ende macht, weil es einfach in der Plattformlogik liegt, dass man eine Zielgruppe dann irgendwo anders hinlenkt, die User irgendwo mitnimmt und so. Und nur wenn man das versteht und quasi dann auch in die Produktion mit einbringt, dann kann das auch funktionieren. Ein Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ist unser Funkformat I'm Just Myself. Das ist seit 2021 heißt es jetzt I'm Just Myself, weil wir die Hauptdarstellerin gewechselt haben. Ein etwas schwierig zu erklärendes Format eigentlich. Eine fiktionale Serie, die quasi tagesaktuell auf Snapchat publiziert. Und aus dem Leben einer jungen Frau erzählt und richtet sich ganz gezielt an junge Mädels, also so 14 bis 18, die eben vorwiegend auf Snapchat auch unterwegs sind. Und da sind wir ganz krass in diese Plattformlogik eingetaucht. Und weil es gar nicht so einfach ist, sich das vorzustellen, was das eigentlich heißt, habe ich hier ein Video mitgebracht, das wir jetzt zusammen anschauen können. Sommer 2016. Snapchat erobert die Welt. UserInnen teilen massenweise Bilder und Videos, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. So nah war man FreundInnen und Stars auf Social Media noch nie. Snapchat fühlt sich unglaublich echt an. Im Herbst 2016 starten Puls und Funk ein Experiment. Was wäre, wenn auf Snapchat mal wirklich was passieren würde? Ist sie hier irgendwo? Hallo? Hallo? Scheiße, ruf einen Krankenwagen! Ich wollte die einfach nie wieder erleben, so wie I Am Josephina ist die erste Serie auf Snapchat. Sie erzählt die Geschichte von Josie, die gerade mit der Schule fertig ist und ihren Platz in der Welt sucht. Und wir sind jetzt offiziell zusammen. Ja, ich will eine Profitänzerin werden. Hörst du dir selber zu, wie du über meine Freundin redest? Die Luft war egal, was ich mache. So, ich kann es dir überhaupt nicht recht machen, oder? Die Idee? Ihr Account wirkt auf den ersten Blick wie das Videotagebuch einer ganz normalen Userin. Hi Leute, ich bin gerade im Park. Doch in Wahrheit ist die Geschichte inszeniert. Jodie nimmt sie in den Arm. Die Handlung wird durch ein Drehbuch vorgegeben. Am Set werden die Szenen von DarstellerInnen und Regie-Team gemeinsam erarbeitet. Aber Vicky ist gerade noch nicht so. Damit es Vicky besser geht, wenn sie so. Okay, sehr schön. Dann würde ich das hochladen, wenn ihr einverstanden seid. Ja. Sehr gut. Dann ist das jetzt auch online. Die Videos gehen direkt raus an die UserInnen. Was würdet ihr machen? Ist das übertrieben oder? Und die reagieren sofort. Hat's Elise verdient, dass ich sie anzeige? Schreibt mir. Die News bezüglich Bella macht die Community richtig happy. Jeder bekommt, was er verdient. Ist richtig, denn so darf sie nicht einfach davonkommen. Sie bestimmen die Story sogar mit. Danke für eure ganzen Antworten. Voll viele haben geschrieben, dass wir mal so Stand-Up-Paddling gehen könnten. Und ich glaube, das mache ich. Ich komme! Josies Leben macht nicht immer Spaß. Sie spricht auch über Themen, an die sich sonst keiner rantraut. Ich habe geübt. Es hat nicht geklappt. Wir sind hier jetzt eben bei so einem Checkpoint, wo man sich testen lassen kann, ob man HIV-positiv oder negativ ist. Ein Punkt und ist negativ. Okay. Bei einer HIV-Infektion hätte hier noch ein zweiter auftauchen müssen. Die Serie gibt jungen Menschen Orientierung. Ich glaube, die Frau ist alkoholkrank. Und bringt Content genau dahin, wo Jugendliche unterwegs sind. Mittlerweile hat Josie über 300.000 Fans. Sie bekommt bis zu 2.000 Nachrichten pro Tag. Spannende Personalities werden Teil des Projekts. Josephina gibt es auch auf Instagram. Und da geht sie sogar live. Der Moritz ist gleich da und ich bin vorbereitet. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was er mir später sagt.
warum er vorgestern einfach so gegangen ist. I Am Josefina ist die erste Serie fürs Handy, die UserInnen durch den Tag begleitet und mit ihnen interagiert. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten und die Unterstützung, die ihr mir immer gebt. Jetzt adden auf Snapchat, Instagram und TikTok. Genau, da erkennt man, glaube ich, ziemlich gut, dass wir uns sehr hart auf die Plattform eingelassen haben und ganz stark quasi auch auf diese auf dieses eine Segment unserer Zielgruppe angegangen sind. Also wirklich 14- bis 18-jährige Mädels. Wir kriegen oft die Kritik, wenn wir das irgendwo zeigen, einmal, dass es nicht verstanden wird, dann, dass es natürlich irgendwie total verwackelt ist, einfach eine krass subjektive Kameraführung zeigt und von UserInnen kriegen wir dann gespiegelt, dass es aber genau das ist, was die auch wollen. Also das soll genauso ausschauen, als ob es die kleine Schwester von irgendwem auch hat selber drehen können, nur dass sie halt wesentlich interessantere Sachen, weil gescriptet, natürlich erlebt und uns gibt es die Möglichkeit, darüber natürlich auch Orientierung zu liefern oder auch Bildungsinhalte zu platzieren. Im vergangenen Jahr konnten wir so, obwohl ja viele fiktionale Produktionen irgendwie ziemlich stillgestanden sind, einfach tagesaktuell weiter produzieren und dann auch die Corona-Krise da täglich während der Staffelzeit einfach ganz normal im Alltag der Jugendlichen da einfließen lassen. Wie kommen wir dahin? Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann testen wir und wir testen ganz, ganz viel. Wir testen bereits in der Entwicklung und wir testen auch später immer wieder in User-Tests oder auch in größeren Abfragen, wie unsere Zielgruppe unsere Videos und unseren Content bewertet. Ein Beispiel, wir haben eine userorientierte Entwicklung gestartet, was zum Beispiel unser Podcast-Portfolio anging. Da haben wir auf Kanälen, die wir jetzt schon quasi besitzen, wo wir jetzt schon viele Leute erreichen, ganz offen einfach eine Umfrage gemacht und daraufhin dann auch gezielt Podcasts entwickelt. Das kann ich nur empfehlen. Und ein zweiter Schritt, was wir auch machen, wir arbeiten auch quasi während der Formatentwicklung in sogenannten Design Sprints ganz viel mit User-Tests, dass wir dann Prototypen direkt an Test-UserInnen testen und ausprobieren und deren Feedback dann total ernst nehmen. Ein Tipp ist, man braucht da gar nicht irgendwie 20, 30, 40, 50 verschiedene Leute, sondern 4 bis 5 reichen eigentlich für so ein qualitatives erstes Feedback super gut aus und man kann da total viel dran lernen. Hier am Beispiel der Pulsreportage, die wir jetzt in einem Rebrush quasi gerade überarbeiten. Also in verschiedenen Interviews zu den einzelnen Themen und dann wird da ziemlich ungefiltert das Feedback unserer Test-UserInnen irgendwie aufgeklebt. Also genau, Hosts bemühen sich, man muss Dinge ausprobieren. Unterhaltungskanal für junge Leute mit einer Wertung, finden wir es gut, finden wir es schlecht. Genau, das wären meine 4 Tipps und wenn noch Fragen offen sind, dann gerne her oder im Nachgang mir schreiben. Super, lieben, lieben Dank. Ja, ich kann sagen, hier sind doch sehr viele Fragen eingetrudelt und offen. Es gibt sozusagen die 3 Fragen, die sehr in die gleiche Richtung gehen, und zwar Thema Medienkompetenz und Transparenz. Wurde irgendwann mal kommuniziert, dass das Ganze geskriptet ist, oder besteht denn nicht die Gefahr, dass die UserInnen sich veräppelt vorkommen? Genau, also bei dem Format I'm Just Myself steht dabei, dass es eine Serie ist. Es wird natürlich während der Publikation, so wie jetzt eine Soap im Fernsehen, die sagen ja auch nicht immer, und übrigens, wir sind gescriptet, bitte nehmt das alle nicht so ernst, also während der Produktion und in der Serie selber wird es nicht thematisiert, aber wenn direkt Nachrichten dazu kommen, dann sagen wir das natürlich und thematisieren das, und auch in der Kanalbeschreibung kann man das sehen. Der Vorteil ist aber schon, dass es natürlich immersiver und interaktiver ist als jetzt so eine normale Serie, weil man kann in einem Live manchmal sogar, also man kann nicht nur den Hauptpersonen schreiben und die schreiben einem dann auch vielleicht zurück oder gehen in einem Live drauf ein, sondern man kann die auch außen sehen, wenn die jetzt in München drehen oder so und gerade im Englischen Garten sind oder sowas, weil sie da baden sind oder sowas, und man würde da hingehen, dann, weil die da irgendwie länger baden, dann würde man die da am Ende sogar irgendwie noch erwischen und das sehen. Das ist auf eine Art cool, und man kann manchmal auch
wenn wir das wollen, den Inhalt der Serie mitbestimmen. Also in manchen ganz besonders spannenden Situationen können wir auch in eine Live-Situation reingehen, dann zum Beispiel über ein Insta-Live oder sowas. Und dann kann auch die Community Tipps geben, wenn wir zum Beispiel, das hatten wir mal den Fall von einer natürlich gestagten Entführung, dass dann die Community Tipps gegeben hat, wo die Hauptperson quasi sich Hinweise suchen könnte, wo jetzt irgendwer jemanden hingebracht hat oder sowas. Das war total cool. Nächste Frage auch dazu, wie viele Zugriffe habt ihr da bei einem, früher war es ja Josefina, I'm just myself. Genau, das kommt drauf an. Also wir sind auf Snapchat, das ist unsere Primärplattform. Da bewegen wir uns im Rahmen von mehreren hunderttausend Abrufen auf den Snap Stories. Und wir sind auch quasi mit Snapchat Shows noch unterwegs, was ja eher so ein bisschen das klassische Element ist. Das sind so 2- bis 5-minütige Zusammenfassungen von so größeren Spannungsbögen. Die bewegen sich auch so auch im Rahmen von mehreren hunderttausend Abrufen. Auf Instagram sind wir ein bisschen weniger stark unterwegs. Das wäre so unsere Sekundärplattform. Da ist nämlich auch direkt eine Frage noch, ob ihr direkt sozusagen mit den Plattformen zusammenarbeitet oder ob ihr sie nur als Kanal benutzt. Also wir stehen im Austausch mit den Plattformen. Das ist einmal natürlich total wichtig, was den technischen Support angeht, kann man vielleicht auch sagen, Snapchat hat da nicht immer die verlässlichste Infrastruktur einfach dahinter. Und es geht natürlich bei den Plattformen auch um eine gute Kuratierung. Jetzt bei Instagram, glaube ich, weil da einfach viel mehr gerade passiert, ist es vergleichsweise wenig möglich, da irgendwas zu machen. Bei sowas wie Snapchat-Shows, als die neu gestartet sind, einfach als Beispiel, war Snapchat schon relativ viel dran gelegen. Die waren ja irgendwie so ein paar Jahre totgesagt. Als sie dann diese Shows gestartet haben, wollten sie auch so eine große Video-Offensive nochmal angehen. Und da haben wir natürlich mit denen gesprochen, inwieweit man sowas auch gut platzieren könnte oder so. Aber das ist jetzt nicht, ein ständiger Austausch mit den Plattformen, sondern das ist für uns schon eher so ein Verbreitungsweg. Ich glaube, man merkt auch schon daran, wie viele Fragen hier reinprasseln, dass ihr da einfach auch wahnsinnig viele Nachrichten, Kommentare habt, dass es wirklich sehr gut angenommen wird. Letzte Frage noch, die ist aber generell zum Vortrag. Dann holen wir die beiden anderen noch mit rein für den Innovationstalk. Und zwar ganz am Anfang hast du eine Folie dabei und da wollte jemand noch wissen, was ist der Unterschied zwischen Information und Orientierung? Genau, also Information ist wirklich jetzt mal runtergebrochen. Da ist dann so ein Format drinnen wie das Y-Kollektiv oder Steuerung F, also Formate, die quasi Bildungsinhalte vermitteln, und Orientierungsformate sind jetzt eher welche, die eine Zielgruppe an die Hand nehmen und denen quasi Infos bieten, die sie brauchen, aber da steht weniger so die harte Wissensvermittlung im Vordergrund. Aber ganz trennscharf, muss ich zugeben, ist es auch nicht immer. Ja. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Format, das wir produzieren, die Frage. Da liefern wir sehr viel Orientierung. Es geht viel um Aufklärung und die Vermittlung von Identitäten abseits des Mainstreams, einfach mal so einfach rausgesprochen. Wir haben da relativ wenig objektive Einordnung, Fakteneinordnung, Wissensinseln durch Grafiken, Off-Text, nochmal irgendwie Vertonungen über, ne, es betrifft 80.000 Leute in Deutschland und so ist die rechtliche Lage da drinnen. Da geht es wirklich eher darum, eine Orientierung zu schaffen. So. Also, aber auch da, also natürlich bieten wir da auch Wissensinhalte immer wieder an, aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Super, wunderbar.
Dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich auch die anderen beiden noch mit dazu holen, damit wir jetzt in den Innovationstalk gehen können, also in den Austausch mit allen dreien zusammen. Liebe Community, ihr dürft natürlich die ganze Zeit hier wieder Fragen stellen, die nämlich direkt hier auch ankommen bei mir auf dem Tablet über Slido. Und ich merke ja auch, hier kommen immer noch ganz viele Fragen und ich habe ja auch noch ein paar vorbereitet. Ihr seid jetzt schon da, perfekt, wunderbar. Ich würde direkt anfangen mit der Emotion. Das hatte nämlich Lena auch zu Beginn gesagt, dass das ganz wichtig ist, irgendwie Emotionen reinzupacken. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt gerade so bei Josefina, da war auch ganz viel Emotion mit dabei. Also das heißt, ja, das braucht man, glaube ich, so ein bisschen, ne? So für Storytelling und für die Inhalte. Thema Emotionen. Wie seht ihr das? Haben wir jemanden mit dabei? Hört ihr mich? Wir hören dich, glaube ich. Ich glaube, die Schwierigkeit ist herauszufinden, wer als erstes antworten soll. Ich wollte nicht nach vorne drängen. Das darf gerne jemand anderes. Ja, ich wollte gerade sagen, dann fangen wir doch mit Lena an, weil du hattest wirklich konkret auch über das Thema Emotionen gesprochen und das fand ich sehr schön. Also von daher, leg gern los. Bei uns im Nachrichtengeschehen ist es ja so, dass wir uns viel auch auf Agenturen stürzen, darüber hinaus unsere eigenen Analysen oder Stücke schreiben. Aber manchmal geht das vielleicht an dem vorbei, was sich eben Deutschland oder die Welt eigentlich gerade fragt. Wenn man also jetzt in der Corona-Situation bestimmte Situationen hat, wie jetzt gestern dieser ganze Gipfelwirrwarr und eigentlich will jeder nur wissen, ist jetzt Gründonnerstag eigentlich Feiertag oder nicht, dann muss man darauf halt auch wirklich eingehen und nicht einfach nur berichten, was passiert ist, sondern sich klug überlegen, was geht dort draußen eigentlich in den Köpfen gerade ab. Egal in welcher Altersgruppe, sage ich mal, die meisten stellen sich die gleiche Frage. Und wie können wir das journalistisch dann auffangen? Das ist eigentlich so die Kunst, sage ich mal, dabei. Mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut. Ne? Kommt natürlich auch immer darauf an, worum es geht. Es können auch zum Teil ganz simple Sachen sein, die im Nachrichtengeschehen gar nicht beachtet werden. Man berichtet über irgendeinen Krieg, man berichtet darüber, was Politiker beschließen, aber vielleicht fragen sich gerade auch einfach ganz viele Menschen, ach, gibt es jetzt endlich deutschen Spargel? Also das sind manchmal so ganz banale Sachen, die man nicht mitbedenkt. Und da muss man echt ein wachsames Auge drauf haben. Das kann ich zum Thema Emotionen sagen. Ja, super. Ganz lieben Dank dafür. Ich wollte gerne eine Frage an sowohl die Süddeutsche als auch Puls geben. Weil man hat das jetzt gerade auch schon wieder gehört bei Lena, dass es da sehr auch darum geht, was könnte... Ja, es geht natürlich immer darum, was interessiert die Leute, aber eben auch so... mit der Emotion und mit den Kommentaren. Ich sag mal, früher, da stand ja irgendwie die Tagesschau wie so ein Brett und war so unantastbar. Und jetzt bei euch hat man auch schon so natürlich ein bisschen gehört, wo sind die Leute unterwegs und wie kann ich mit denen kommunizieren. Aber ist irgendwie so dieser, ich würde jetzt so dieser harte Journalismus irgendwie, also ist das dann so ein bisschen aufgebrochen oder geht das sogar ein kleines bisschen in die Richtung, dass man sich so ein bisschen am Algorithmus orientiert und an der Zielgruppe, um dann halt doch irgendwie viel Reichweite zu haben? Okay, dann antworte ich. Soll ich? Ich meine, wir sind öffentlich-rechtlich. Wir haben den Vorteil, dass wir finanziert werden, auch wenn wir keine große Reichweite machen. Und gleichzeitig wäre es total gefährlich, wenn wir nicht darauf achten, irgendwie möglichst viele Leute zu erreichen mit unseren Inhalten. Wenn wir uns auf eine Drittplattform begeben, dann müssen wir deren Spielregeln zum Teil folgen. Und das merken wir schon. Ich glaube, das wäre falsch, irgendwie zu sagen, wir folgen jetzt nur noch deren Spielregeln und machen deshalb überhaupt keine Themen mehr, die uns wichtig sind. Einmal für den Formatkern, also die zu dem Format passen und die wir deshalb auch im Format machen sollten. Und zum anderen auch zu unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag passen, wo ja relativ viel drinnen steckt. Wir achten da schon sehr drauf und diskutieren da auch regelmäßig drüber. Wenn es zum Beispiel jetzt bei einem Format wie die Frage, aber auch I'm Just Myself, um sexuelle Aufklärung geht oder Geschlechteridentitäten, da sind die Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, natürlich super restriktiv. Also die kommen aus den USA und sind sowas von prüde. Gerade was Snapchat angeht, das kann man sich nicht vorstellen, dass da ein entblößter Rücken auch schon irgendwie zu Problemen in der Ausspielung führen kann. Das sind Dinge, die wir beachten müssen und die wir zum Teil irgendwie natürlich auch
versuchen müssen, irgendwie mit denen umzugehen und vielleicht auch die zu umgehen. Gleichzeitig sind wir halt dort unterwegs. Und wenn wir uns anschauen, dass wir natürlich auch öffentlich-rechtlich nie nur ausschließlich auf diesen Plattformen ausgespielt werden, sondern immer auch quasi für Userinnen, die da keine Lust drauf haben, jetzt YouTube zu verwenden, auf funk.net abrufbar sind oder in der BR-Mediathek mit Puls-Reportage zum Beispiel. Da sind wir auch erreichbar, nur erzielen wir da halt nur einen sehr kleinen Bruchteil der Reichweite, die wir jetzt auf YouTube oder Snapchat erzielen. Also das ist ein Spannungsfeld und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir mit den Plattformen dann direkt reden über den BR oder über die ARD dann als Ganzes oder über Funk. Da merken wir halt, dass wir dann vielleicht ein wichtiger Player, aber halt doch nur einer von sehr, sehr vielen sind und dass die da nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen. Ja, ich weiß nicht, Johannes, ob du noch ergänzen möchtest. Ansonsten wollte ich die nächste Frage dann aber trotzdem direkt auch an dich stellen. Als du nämlich vom SZ-Podcast gesprochen hattest, hattest du das so dargestellt, ihr schaut euch also von Anfang an das Produkt, die Infrastruktur und den Kontext an. Das hat sich fast so ein bisschen angehört wie bei einem Startup. So think out of the box und alles geht irgendwie, also alle gehen schon mal so in ihren Gruppen parallel und brainstormen. Also ein ganz anderer Ansatz, oder? Neuer Ansatz. Ja, ich glaube, es ist kein wirklich neuer Ansatz in dem Sinne, sondern es ist das, was gutes Projektmanagement eigentlich macht. So, also ich finde es ein bisschen schwierig. Ich habe es als neuen Ansatz bezeichnet, aber ich glaube, es ist tatsächlich das explizit machen, was implizit eigentlich immer so oder so passiert. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, wir müssen das explizit einfach sagen, dass wir daran arbeiten, dass das wichtig ist für den Erfolg, dass wir diese Infrastruktur brauchen an neuen Stellen, um da auch vorwärts zu kommen. Nicht nur zu sagen, wir produzieren jetzt diesen Podcast und schauen dann mal weiter oder wir bauen jetzt mal diesen Newsletter und schauen dann mal weiter. Sondern dass es eben wichtig ist, diese Fähigkeiten aufzubauen, die technischen Gegebenheiten aufzubauen, da mitzudenken, wie passen die in den Kontext einer größeren Organisation, einfach um dafür zu sorgen, dass sobald wir das Ding dann auch mal loslassen oder auch in die weiteren Gefilde einfach des Unternehmens einfach so entlassen, dass es dann auch überleben kann ohne uns. Also Podcast, das ist auch ein Beispiel, wir waren da nur am Rande mit dabei und das ist auch ein Projekt, das von anderen viel mehr getragen wurde und wo wir auch nur beobachten und beraten dabei waren, was aber rückgängig aber ein sehr, sehr schönes Beispiel ist. Ja. Wenn wir noch mal ganz kurz über die Funke sprechen. Spannend wäre ja auch zu sehen, ich denke jetzt mal, dass ihr auch zum Beispiel mit einem Just Myself, also hast du ja auch gesagt, ganz junge Leute ansprecht, die natürlich ganz lange dann bei den Öffentlich-Rechtlichen bleiben sollen. Also das sind ja meistens auch ältere Menschen. Gibt es da jetzt schon irgendwelche Erkenntnisse, dass man sagen kann, so, das hat Früchte getragen und die, also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Erkenntnisse zurückgehen, aber dass eben jüngere Leute durch solche Formate dann auch doch lange an den Öffentlich-Rechtlichen gebunden sind, treu bleiben? Das ist natürlich unser Ziel. Genau, also das ist das Ziel des Funk, von Anfang an hatte und auch das Ziel des so ein Netzwerk wie Puls natürlich auch verfolgt. In dem Fall, in dem wir die Produkte in den Vordergrund stellen, auch in den Vordergrund der Kommunikation und auch sagen, es gibt nicht mehr einen großen Kanal, der alle erreicht und wir müssen die Zielgruppen, also die eine vermeintlich große Zielgruppe der jungen Leute, müssen wir nochmal runterbrechen und auf Alterskohorten, auf schauen und sowas, ist es natürlich schwieriger, da dann noch mit dem öffentlich-rechtlichen System dahinter, jetzt wenn man es mal so sagen will, für das wir alle zahlen und das wir gut finden, damit mit der Botschaft dahinter irgendwie durchzukommen. Aber wir merken schon, dass es funktioniert, also dass dieser Weg, den Funk da eingegangen ist, dass der über die Jahre jetzt auch geklappt hat. Also da steht dann zum Beispiel ein Format wie die Frage und ist erstmal auf YouTube und wird erstmal als ich schaue vielleicht YouTube erkannt. Dann wird schon erkannt, irgendwie schaue vielleicht die Frage auf YouTube und wir quasi unsere Challenge ist es natürlich irgendwie dann auch noch damit zu verknüpfen. Ich schaue YouTube, ich schaue da die Frage und ich verstehe auch, die Frage ist von Funk, von ARD und ZDF. Und was wir schon zunehmend merken, und da glaube ich, müssen wir erstmal drauf schauen, also ich bin der Ansicht, dass erstmal so ein Format für sich erfolgreich sein muss, weil sonst kann das überhaupt keine,
Also sonst kann das überhaupt keinen Impact erzielen. Wenn man dann aber ein erfolgreiches Format geschaffen hat, und das hat Funk ja gezeigt, dass es dazu in der Lage ist als Netzwerk, dann haben wir uns angefangen, Gedanken zu machen, wie kriegen wir denn die Absender dahinter kommuniziert. Und Funk macht da seit Jahren jetzt auch so repräsentative Studien dazu, Bekanntheitsstudien. Und da wird immer abgefragt, quasi einmal, welche Formate man kennt insgesamt in der Zielgruppe, welche da bekannt sind. Und ob dann auch die Zuordnbarkeit zu Funk und dann wiederum zum öffentlich-rechtlichen System dahinter auch erkannt wird. Und diese Zahl, die ist ziemlich gut. Also die steigt auch und die liegt jetzt in einem ziemlich, ziemlich hohen Wert. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie liegt, aber die hat sich von so 60-80% gesehen relativ erhöht. Ich glaube, jetzt spreche ich über die Bekanntheit insgesamt, aber auch die Zuordnbarkeit wächst seit Jahren. Und das ist natürlich was wir total wichtig finden und was uns freut. Super. Jetzt haben wir hier noch eine Frage, und zwar an T-Online. Kann man Buddy oder Content Engine auch als anderer Publisher nutzen? Oder ist das firmenintern? Also so natürlich in der Art nicht, weil es für uns intern gebaut ist und auch für uns vorgesehen. Aber es kann sich ja an sich jeder dran versuchen, das auch nachzubauen. Ja? Also, aber so ist das erstmal nur für uns. Super, perfekt. Lieben Dank. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider auch schon hier an dieser Stelle diesen Talk beenden. Aber alle Speaker und Speakerinnen sind ja auch bei uns auf der Homepage. Das heißt, wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt, dann da auch gerne einfach nochmal kontaktieren. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an der Stelle an euch alle, weil das ganz tolle Inhalte waren, die hier preisgegeben wurden und das sehr informativ ist. Also lieben Dank dafür. Und wir machen jetzt nämlich weiter, und zwar mit unseren Innovationspitches. Das ist etwas Neues, was es vorher beim Medieninnovationstag noch nicht gab. Wir haben jetzt also 4 Best Cases, Study Cases mitgebracht. Und ja, jeder hat ungefähr so, ich würde sagen, 5 Minuten Zeit, um sein Programm, um sein Format vorzustellen. Und wir starten auch direkt. Übrigens, natürlich könnt ihr die ganze Zeit weiterhin dazu Fragen stellen. Und im Anschluss an die Pitches machen wir auch noch mal eine kurze Fragerunde. Wir starten also direkt mit Cecile Schneider, Product Lead AI und Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk. Und sie hat ein Pilotprojekt mitbetreut beim Hackathon mit dem BBC. Und zwar wurde da über KI wurden regionale Nachrichten direkt ausgestrahlt, also ortsgebunden. Das bedeutet, wenn ich Auto fahre, wenn ich mit dem Internet verbunden bin, dann gibt es passgenaue Nachrichten. Das Ganze nennt man Structured Journalism und hat auch etwas mit Lego zu tun. Ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank für die gute Einleitung. Ganz richtig, ich habe heute einen Hackathon-Prototyp dabei. Das Projekt heißt Remix Regional und das ist vor kurzem entstanden beim BBC News Hack, wo wir teilgenommen haben mit Teilen unseres interdisziplinären Lab-Teams. Da haben wir Machine Learning, Produktentwicklung, Programmierkompetenz und journalistische Kompetenz. Und beim BBC News Hack ging es, wie schon angekündigt, um modularen Content, Structured Journalism. Das ist ein Konzept, was uns im Moment im Lab sehr stark interessiert. Ich erkläre es gerne am Beispiel von Lego. Wir haben ja alle tolle Inhalte in der Aktualität, in den Archiven. Wenn wir da jetzt Metadaten ranlegen und es schaffen, diese Inhalte sehr gut zu vertaggen und entsprechend zu speichern, dann sind wir in der Lage, mit den unterschiedlichen Steinen modulare Produkte zusammenzustecken. Das heißt, wenn ich die Infrastruktur entsprechend hinkriege, kann ich meine Inhalte auseinandernehmen und hinterher in automatisierte Produkte und Formate wieder zusammensetzen. Das können dann entweder andere Textformate sein, Videos, Smart Speaker. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für den Hackathon haben wir uns als Ausgangsmaterial die Regionalnachrichten rausgesucht, einerseits, weil es als Bayerischer Rundfunk natürlich in unserer DNA liegt, andererseits auch, weil ich finde, dass regionale und lokale Nachrichten in den Newsstreams, die wir so konsumieren, auch immer ein bisschen unterrepräsentiert sind. Die Bayern 1 Regionalnachrichten laufen alle halbe Stunde im Radio und die werden ausgestrahlt in 5 verschiedenen Regionalfenstern. Das heißt, im linearen Programm habe ich keine Kontrolle darüber, welches Regionalfenster ich da jetzt ausgestrahlt bekomme. Und wir haben uns für den Hackathon entsprechend überlegt, wie wir modulare Inhalte nutzen können, um diese regionalen Nachrichten zu personalisieren. Das heißt, unsere Idee war,
aus dem linearen Schema auszubrechen und standortbasiert einen regionalen, personalisierten Newsmix anzubieten. Wir haben das Ganze als App-Idee entwickelt und da würden wir jetzt mal reinschauen, wie das aussieht und sich anhört. Hier sind die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Zwei Männer, 30 und 31 Jahre alt, müssen sich heute Nachmittag vor dem Amtsgericht Memmingen wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Der Vorstoß von Ministerpräsident Söder, die Skisaison erst nach den Weihnachtsferien zu starten, die sorgt im Allgäu für massive Kritik. Heute Nacht haben Unbekannte eine... Ja, also wir sind da am Beispiel von Memmingen jetzt mal ein bisschen durchgeskippt. Wir haben uns ein POI ausgewählt und haben eben dann aus den Audionachrichten einen personalisierten Newsmix zusammengezogen bekommen, der nach Entfernung geclustert wird. In der Umsetzung war das nicht ganz einfach, vor allem auf der Datenseite, weil wir da Vorbedingungen brauchen, die wir im Moment so noch nicht haben. Wir haben das für den Hackathon umsetzen können, dank der hervorragenden Unterstützung unserer Kolleginnen aus den BR-Archiven. Die haben nämlich die Nachrichtenclips einzeln segmentiert, automatisch transkribiert und auch noch von Hand mit Metadaten angereichert. Das heißt, daraus konnten wir dann eben Dinge wie den Ort des Geschehens rausextrahieren. Und sobald wir diese Sachen haben, ist der Rest ziemlich einfach. Dann geben wir das in den Location-Algorithmus rein. Der ortet das entsprechend des Standorts zum Newsmix zusammen. Und dann lassen wir noch einen Themenvektor drüber laufen auf Basis von Machine Learning. Der clustert dann die Themen und bildet die Reihenfolge der ausgesuchten Clips, sodass man nicht von Corona zu Sport und zurückspringt, sondern dass eben ähnliche Themen entsprechend hintereinander ausgespielt werden. Aber wie ich vorhin schon sagte, die größte Herausforderung sind wirklich die Daten, weil wir die momentan nicht in der Form vorliegen haben, wie wir sie brauchen. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, dieses Projekt Dreamix Regional zu nutzen, um in unserem KI-Team auch anhand dieses Projekts zu lernen, wie wir eine entsprechende Metadateninfrastruktur aufbauen können, auch auf technischer Seite und wie das aussehen muss. Entsprechend sind unsere nächsten Schritte mannigfaltig. Zum einen ist natürlich ganz wichtig das User-Testing. Das haben wir bei der Hackathon-Idee jetzt natürlich noch nicht gemacht. Das ist ganz wichtig zu schauen, welche Zielgruppe können wir damit ansprechen. Möchten die regionalen Nachrichten in so einem Format konsumieren? Also das ist ein wichtiger Komplex, den wir angehen müssen. Und dann das komplette Thema Metadaten und Segmentierung. Ja, also da werden wir jetzt ein Proof of Concept starten und schauen, wie können wir einerseits die Regionalnachrichten in einzelne Clips auseinanderschnipseln und dann auch mit den Metadaten, mit den Ortsdaten so anreichern, dass wir überhaupt in die Lage kommen, so ein Projekt umzusetzen. Das hat natürlich viele verschiedene Ebenen, auch technische und auch redaktionelle. Deshalb sind wir da jetzt in der abteilungsübergreifenden Truppe angetreten und ich freue mich auf unsere Exploration und bin sehr gespannt, was daraus wird. Super, perfekt in der Zeit geblieben. An der Stelle stelle ich jetzt auch keine Frage, denn wir sehen uns ja auch gleich noch mal im Talk. Lieben Dank schon mal bis hierhin. Es geht weiter. Jetzt kommen wir zum spannenden Thema Newsletter, der ja im Moment gerade eine Renaissance erlebt. Und zwar sprechen wir jetzt mit Alexander Drössler, Manager für digitale Transformation bei Nordkurier. Und es geht um den Heimweh-Newsletter. Also es geht um die Mecklenburgische Seenplatte. Es geht um die Regionen Rostock, Vorpommern und Uckermark. Und es geht um Leute, die eben aus der Heimat weggezogen sind, aber trotzdem immer noch ein bisschen wissen möchten, was passiert überhaupt in meiner Heimat. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Herzlich willkommen. Genau, vielen Dank. Also zunächst ist das ja eine Zielgruppe, wo man auf den allerersten Blick vielleicht sagen könnte, die ist schon so ein bisschen ungewöhnlich für eine Regionalzeitung. Ne? Menschen, die weggezogen sind, normalerweise konzentriert man sich ja vielleicht eher auf die Menschen, die vor allem in dem Kerngebiet sind. Wir machen das aber aus einem ganz bestimmten Grund, den ich gleich mal vorstellen will. Ich will vorab einmal zeigen, was wir eigentlich machen, denn in unserem Newsletter, da berichten wir über Menschen, die hier in dieser Region, in Mecklenburg-Vorpommern, die hier was bewegen, die weggezogen sind, die wieder zurückgekommen sind, die aber auch hier geblieben sind.
Und wir zeigen den Leuten so ein bisschen, wie schön es hier eigentlich ist in dieser Region, in dieser Seenlandschaft, und geben ihnen Tipps für ihren nächsten Besuch, wenn sie bei uns sind. Und warum wir das machen, das haben wir in einem kleinen, ja, ich nenne es mal Ideasprint, entdeckt. Wir haben freiwillig so 8 Redakteure zusammengeholt. Im Oktober ging das los, um uns der Frage zu stellen, was ist eigentlich eine Zielgruppe? Und haben die dann nicht soziodemografisch gefasst, sondern haben geschaut, gibt es Menschen, die Gemeinsamkeiten haben? Haben uns anfangs gefragt, zu welchen Zielgruppen, zu welchen zu welchen Gemeinsamkeiten gehören wir eigentlich selber? Wir sind ja alle irgendwas. Wir sind Zugezogene, wir sind vielleicht Eltern, wir sind vielleicht Pendler, wir sind vielleicht Fußballfans oder Ähnliches. Und je nach Rolle, so würde ich es jetzt mal nennen, haben wir ein ganz anderes Informationsbedürfnis. Und die Frage, die wir dann in diesem Workshop hatten, war, sind wir eigentlich in der Lage, auf unserer Hauptnachrichtenseite auf nordkorea.de dieses Informationsbedürfnis bestmöglich zu bedienen? Und wenn nein, was könnte dabei eigentlich ein Problem sein? Was für Wege könnte es geben, das anders zu machen? Und eine dieser wichtigsten Zielgruppen, die wir gefunden haben in diesem Workshop, waren eben diese Fortgezogenen. Auch allein aus dem Hintergrund, dass diese Region hier eine ganz besondere ist, dass hier nach der Wende hunderttausende Menschen weggezogen sind. Zum anderen wir aber auch sehen, dass uns überdurchschnittlich viele Menschen auf der Seite besuchen, die nicht von hier kommen. Und wir haben uns dann gefragt, warum kommen denn diese Menschen zu uns auf diese Seite? Was wollen die von uns? Was für Berührungspunkte haben die? Denn wir sehen, die haben beispielsweise noch Familien hier, die machen hier Urlaub oder Ähnliches. Und haben in diesem Workshop dann erstmal Annahmen über die Zielgruppe gesammelt und über deren Informationsbedürfnisse und haben dann gesagt, gut, jetzt haben wir ganz viele Annahmen, aber bevor wir jetzt starten, wollen wir noch ein bisschen mehr darüber lernen, wollen auch wissen, inwiefern stimmen die eigentlich, denn wir hätten uns ja beispielsweise auch irren können. Wir haben dann also im nächsten Schritt mit 6 Weggezogenen telefoniert, ganz unterschiedliche Menschen, die irgendwie in Berlin leben, in NRW, in Hessen, in Bayern, haben versucht, Muster zu finden, haben sie sehr offen gefragt, welchen Bezug haben die zu ihrer Heimatregion, inwiefern informieren die sich drüber, inwiefern vielleicht auch nicht, in welchen Situationen machen sie das und was empfinden sie dabei. Und dabei sind wir auf diese 3 Themen gekommen, die ich ganz am Anfang genannt hatte, nämlich vor allem dieser konstruktive Touch. Wie hat sich die Region zum Positiven entwickelt? Was machen die Menschen, die da jetzt vielleicht auch noch sind? Weil wir gemerkt haben in diesen Gesprächen, die haben häufig eine negative Empfindung mit ihrer Heimat und das stört sie so ein bisschen. Und in diese Kerbe wollen wir mit unserem Newsletter so ein bisschen schlagen. Wir haben dann, nachdem wir diese Werteversprechen aufgeschrieben haben, geschaut, wie können wir die bedienen und haben dann Prototypen entwickelt, die wir wiederum mit diesen Menschen, mit denen wir telefoniert haben, dann einmal gecheckt haben. Die konnten die also beurteilen, konnten ein bisschen sagen, welche Themen, aus welchen Gründen für sie wie wichtig sind. Ja, und dann haben wir ihn gestartet. Was da im Kern hintersteckt, ist ein Ansatz, den ich jetzt nur ganz kurz anreißen möchte, nämlich die Frage, welchen Job erfüllt eigentlich ein Produkt für eine Person? Also nicht nur das rein Funktionale, ich möchte jetzt Informationen über Thema X, sondern was gehört denn da noch zu? Wie möchte ich vielleicht auch wahrgenommen werden? Wie möchte ich mich als Mensch irgendwie fühlen? Und das haben wir in diesem Workshop genommen und gegenübergestellt. Das sieht man hier auf der linken Seite mit unserem aktuellen Produkt, mit nordkorea.de. haben geschaut, inwiefern stimmen denn diese Bedürfnisse, die wir an den Menschen festgestellt haben, mit unserem Produkt überein und haben dann geschaut, wie können wir die Lücken, die wir sehen, wie können wir die füllen und können diese Bedürfnisse besser bedienen. Und dabei ist dieser Newsletter herausgekommen. Der läuft tatsächlich ganz gut so aus unserer Sicht. Wir haben jetzt fast 1800 Abonnenten, so Stand heute. Die Zahl ist nämlich hier von letzter Woche, sehe ich gerade. Haben jetzt die 15. Ausgabe gerade abgesendet und sehen hier, der hat irgendwie 63% Öffnungsrate. Wir kriegen regelmäßig Leserbriefe, die wirklich ellenlang sind, wo uns die Leserinnen und Leser sehr viel über sich auch preisgeben und erzählen, wie es ihnen so ergangen ist in der Heimat, also in der neuen Heimat und inwiefern sie gerne wiederkommen würden, woran wir auch schon wieder was dazulernen, nämlich wie wir diesen Newsletter weiterentwickeln können, wie wir diese Zielgruppe irgendwie weiterentwickeln können. Und das wollen wir jetzt auch auf weitere Zielgruppen übertragen. Ich finde den Newsletter, den ja im Vorfeld mir auch schon angeschaut. Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge und ich dachte mir so, Mann, das gibt's dann nicht. Die müssten das auch machen. Also finde ich sehr toll. Auch wir werden uns gleich noch mal im Gespräch bei den Pitches in der Talkrunde noch sehen und hören. Bis gleich.
Damit geht es weiter und zwar zum TikTok-Kanal Du hast die Wahl. Amelie Marie Weber, Redakteurin bei Funke, bei der Funke Mediengruppe. Sie wird eben über den TikTok-Kanal sprechen. TikTok wächst ja nach wie vor, trotz Clubhouse. Und es geht eben auch darum, genau diese Kanäle auch mit seriösem Content zu füllen, neben den ganzen witzigen Tanzvideos. Und das machen sie sehr gut. Du hast die Wahl, ist auch ein Kooperationsthema mit TikTok. Darüber werden wir bestimmt noch ein bisschen was erfahren. Denn sie ist der Host höchstpersönlich von diesem Kanal. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Super Veranstaltung. Ich freue mich, hier so viele interessante Kolleginnen und Kollegen und auch Projekte kennenzulernen. Ich spreche heute, wie gesagt, über ein TikTok-Projekt namens Du hast die Wahl. Mein Name ist Amelie Marie Weber. Ich bin Redakteurin im Online-Ressort der Funke Zentralredaktion in Berlin und zuständig für die Konzeption und die Moderation der Social-Media-Kanäle. Das Projekt, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist ein TikTok-Kanal, wie schon gesagt. Und den haben wir erst am 1. Februar diesen Jahres gegründet. Der heißt Du hast die Wahl. Und wir haben in diesem Jahr nicht mal 2 Monaten 5.000 Follower erreicht heute. Also ganz frisch 5.000 Follower und über 30.000 Likes generiert. Die Videos, also die einzelnen Videos, werden zum Teil von mehr als 200.000 Menschen gesehen. Und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit dem Thema Wählen und insbesondere dem Superwahljahr 2021 und der Bundestagswahl im September. Und als Moderatorin erkläre ich da die Basics der Demokratie. Was ist die 5%-Hürde? Wie funktionieren Wahlumfragen? Wofür steht eigentlich die SPD? All sowas. Und ich führe Interviews mit dem Spitzenpersonal der Parteien, mit dem Bundeswahlleiter und ähnlichen Akteurinnen und Akteuren. Und Sie haben es eben schon in Ihrer Anmoderation gesagt, es handelt sich bei Du hast die Wahl um ein Projekt, das von TikTok unterstützt wird. Das ist eine offizielle Partnerschaft und Teil des Programms Lernen mit TikTok. TikTok fördert mit diesem Programm seriöse Lerninhalte und wirkt damit quasi gegen dieses Image der bloßen Tanz- und Comedy-Plattform. In Deutschland gehen rund 4,5 Millionen Euro von TikTok in die Förderung von Lernen mit TikTok. Das fing an mit Influencern, vielleicht kennen Sie Herr Anwalt oder verschiedene Ärzte, die dann eben zu ihren Themen Recht oder Medizin Lerninhalte geteilt haben. Und diese Inhalte haben wahnsinnig tolle Zuschauerzahlen generiert. Und seit Februar sind jetzt eben auch einige Medienhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei. Und wir als Funke Mediengruppe gehören dazu. Achso, genau, was ich Ihnen noch sagen wollte, vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie wir überhaupt zu diesem Partner in diesem Programm wurden. Ich gehe nochmal die Folie zurück. Wir hatten bereits im August 2020 einen ersten TikTok-Kanal gegründet und zwar einfach Funke Zentralredaktion, wo wir mal so ein bisschen ausprobiert haben, wie funktioniert diese Zielgruppe, wie kommen unsere Inhalte da auch an. Und das hat super gut geklappt und dann hat uns TikTok eben angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, Partner bei Lernen mit TikTok zu werden. Und da das natürlich super zu unserem Anspruch passt, hochwertige seriöse Inhalte mit Mehrwert zu bieten, haben wir da nicht lange gezögert und eben teilgenommen. So, jetzt aber die Zielgruppe, denn darum geht es ja heute auch. Wie erreichen wir die und wen wollen wir überhaupt erreichen? TikTok wird täglich von 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in ganz Europa gesehen. Und die Mehrzahl davon ist zwischen 14 und 25 Jahren alt. Also sehr, sehr viele, sehr, sehr junge Menschen. Und das sind natürlich genau die, die klassische Medienhäuser nicht mehr so einfach erreichen. Und wir wollen natürlich mit unseren Inhalten insbesondere Erstwählerinnen und Erstwähler erreichen und denen den Einstieg in die Welt der Politik ja, erleichtern. TikTok-Videos dauern, das werden Sie vielleicht wissen, maximal 60 Sekunden. Um komplexe politische Themen so runterzubrechen, ist natürlich eine Herausforderung, aber genau der wollen wir uns stellen. Das ist unser Ziel. Wir wollen verständliche, informative, seriöse und zugleich natürlich unterhaltsame Inhalte liefern. Und das tun wir, indem wir Themen auf den Punkt bringen. Wir benutzen spezielle Videoeffekte, schnelle Schnitte, führen auch Interviews viel knapper, viel spielerischer und begeben uns so auf Augenhöhe der Nutzerinnen und Nutzer.
Und das ist unser Anspruch. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick in unser Projekt Du hast die Wahl geben und freue mich natürlich auf die Diskussion und ganz viele Fragen. Dankeschön. Vielen Dank, ein ganz tolles Projekt. Also dann vielleicht doch in Zukunft solltet ihr in die Politik gehen, denn die Inhalte kurz und knackig runterzubrechen, in der Kürze liegt die Würze, genau das ist ja das Schwierige. Also ganz, ganz klasse Auftrag. Und wie eben schon angekündigt, genau, auch wir sehen uns dann gleich nochmal im Talk. Und damit, last but not least, kommen wir jetzt auch noch zum vierten Pitch, nämlich zur Plattform im Süden. Michael Kuckuck, er ist Chief Digital Officer bei der RT1 Media Group, und Daniel Geiger, Projektleiter. Er ist übrigens auch Medienmanager mit dem Fokus auf Transformation der klassischen Medien, also TV und Radio. Und die bedienen eben die Plattform im Süden. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gehört, dass wir nur Daniel Geiger mit dabei haben. Ach, wir starten mit Daniel Geiger. Genau, das werden wir auch machen. Also es geht, wie gesagt, um lokales TV, um lokales Radio, Radiosender hier unten im Süden. Und sie bilden einen Aggregator, um eben die Medienmacher hier unten im Süden zusammenzubringen. Wie das Ganze funktioniert, die Plattform, das erfahren wir jetzt. Mein Kollege Michael Kuckuck müsste eigentlich jetzt starten. Ich würde gerne starten, wenn ich darf. Ja, schönen guten Tag, schön, dass wir hier sein dürfen. Was ist im Süden und was hat uns getrieben, im Süden zu entwickeln? Mein Kollege Daniel Geiger wird gleich noch auf Details des Projektes selbst eingehen. Ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, warum wir im Süden gegründet haben. In einer kurzen Analyse hat man gut festgestellt, dass der Hörermarkt im Radiobereich über die nächsten Jahre hin weiter wachsen wird, was natürlich sehr positiv für alle Lokalradiosender ist. Allerdings hat sich eben auch gezeigt in dieser Studie, dass der Marktanteil des Online-Radios und des Digitalen wachsen wird. Dieses Wachstum im Digitalen sorgt dafür, dass man sich im Radiobereich natürlich auch anders aufstellen muss und einen stärkeren Fokus im Digitalen aufbauen muss. Das heißt, Lokalradios müssen mehr digitale Kompetenzen aufbauen, die sie bisher bedingt haben oder auch den Fokus nicht darauf legen mussten. Wir wollen mit im Süden ein Treiberportal zur Verfügung stellen, das eben die Zukunft des Lokalradios auch im digitalen Umfeld ermöglicht. Warum? Ein Beispiel von uns aus dem Hause, von dem Hitradio RT1. In Augsburg an der A8 werden ab und zu mal, Gott sei Dank nicht so häufig, ein paar Bomben gefunden. Dieser Bombenfund und die Entschärfung dieser Bombe war das lokale Thema. Das wurde morgens bis abends bespielt. Das ging über mehrere Tage, seitdem die Bombe gefunden wurde. Aber wenn man danach gesucht hat, dann hat man keine Information von unserem Radiosender gefunden. Das heißt, der Sender, der eigentlich die Leute wirklich aktuell bei diesem Thema informiert hat, war auf Google nicht zu finden. Warum? Nun, zum einen, der Sender ist von seiner Webseite her eher restriktiv gewesen. Das heißt, es war eher ein Showroom. Es ging um Gewinnspiele, es ging um ein paar Aktionen, aber die Webseite an sich wurde nicht als so relevant eingestuft, auch nicht von Google. Der Nutzer hat es nicht als relevant angesehen, Google hat es nicht als relevant angesehen, also wurde es nicht gefunden, wenn man danach gesucht hat. Der zweite Nebeneffekt des daher ist, wenn es Google nicht findet, der Nutzer nicht findet, die anderen Suchmaschinen nicht finden, können wir den Kunden und den Nutzer auch nicht von unserem Online-Audio-Angebot überzeugen. Und das Konvertieren des Kunden in unsere digitalen Radiokanäle ist natürlich ein extremer Fokus. Mit dem Süden sind wir dieses Thema angegangen und wollen das natürlich dann auch anderen Lokalradios zur Verfügung stellen, um die digitale Transformation dort voranzutreiben. Details jetzt von Daniel Geiger, meinem Kollegen. Ja, danke Michael. Wir haben mit im Süden jetzt ein Portal entwickelt, mit dem wir lokale Radio- und TV-Sender beim digitalen Wandel unterstützen möchten. Wir haben eben gehört, warum der digitale Wandel auch in unserer Branche so wichtig ist. Um nicht nur unseren eigenen Sendern ein neues Zuhause im Internet zu geben, haben wir uns explizit dafür entschieden, eine neue Dachmarke, nämlich im Süden, zu etablieren. Diese Dachmarke hat den Vorteil, dass es keine Assoziationen zu anderen Radio- und TV-Sendern weckt. Die Idee ist also, dass wir mit im Süden ein zentrales Portal für die Inhalte der Radio- und TV-Sender schaffen. Und durch diese Bündelung der Reichweiten und die Bündelung der Inhalte mehr Relevanz bei Google, Bing und Co. erhalten. Wenn also ein Nutzer ein Thema googelt, das er zum Beispiel in der Morningshow gehört hat, muss das auch im Internet auffindbar sein. Er klickt dann auf das entsprechende Suchergebnis und landet auf imsüden.de.
Dort profitieren alle Sender von den digitalen Werbeerlösen und auch von der Möglichkeit, den Nutzer in digitale Audio- und Videoformate zu überführen. Wir nutzen die Möglichkeit, die uns die Digitalisierung bietet, in allen Bereichen. Auch durch laufende Analysen des Nutzerverhaltens gehen wir so mit unseren Redaktionen in eine kontinuierliche und in eine datenbasierte Optimierung der Inhalte. Uns ist bewusst, dass Radio- und TV-Sender mit starken Marken in den jeweiligen Regionen vertreten sind. Wir wollen diese Marken auf imsüden.de stärken und wir bieten ihnen deshalb eine optisch und technisch moderne Präsentationsmöglichkeit an. Jeder Sender ist auf dem Portal mit einer eigenen Senderseite vertreten. Und das Portal unterstützt die Sender beim Ausbau der digitalen Reichweite. Hierfür übernehmen wir die technische Entwicklung des Portals. Außerdem ermöglicht imsüden.de den Sendern einen professionellen Einstieg in die digitale Werbevermarktung. Wir bieten ihnen dafür die notwendige Infrastruktur. So, das war ein kurzer Überblick zu unserem Projekt imsüden.de. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und auch bei der BLM für die Möglichkeit der heutigen Präsentation. Wenn es Fragen dazu gibt, dann gleich im Talk oder auch gerne persönlich dann an uns. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Genau, vielleicht kommen ja hier im Süden noch einige Medienmacherinnen und Medienmacher zusammen. Jetzt gehen wir nämlich dann auch gleich in den schon angekündigten Talk. Und damit wir jetzt alle wieder reinholen können, mache ich hier noch eine kurze Ankündigung. Denn danach, nach dem Talk, geht es ja dann in die Masterclasses. Und die will ich jetzt an der Stelle schon mal ganz kurz vorstellen. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, sehr spannendes Thema, interaktive Geschichten für Voice schreiben und produzieren. Das Ganze mit Christian Mahnke, Geschäftsführer von Reality. Und wer jetzt vielleicht denkt, ich habe ja so gar keine Programmierkenntnisse, braucht man auch nicht, denn mit dieser Plattform ist das total einfach. Also man kann da einfach eben die Geschichte schreiben, die Story schreiben und das Ganze dann auch direkt bei Alexa hochladen. Und wie gesagt, vorher bekommt man dann auch noch zu erfahren, wie man überhaupt interaktive Geschichten schreibt. Zum Zweiten, natürlich kommen wir auch beim Thema Innovation an einer App nicht vorbei. Wie sollte das anders sein? Natürlich Clubhouse. Der Shootingstar Clubhouse. Und zwar wird es in dieser Masterclass um Potenziale, Chancen und Herausforderungen für Medienschaffende gehen. Der Vortragende ist Richard Gutjahr. Er ist freier Reporter und Kolumnist. Also er wird da noch mal ganz viele Insights geben, auch ganz viele Tipps, wie man das eben richtig gut nutzen kann. Und ich denke, es wird einfach auch natürlich um die Frage gehen, Clubhouse hatte dieses Jahr einfach so einen großen Hype. Also für einige Menschen war ja wirklich die wichtigste Sache zu wissen, habe ich ein Clubhouse-Invite? Wo man einerseits sagen kann, ja, also marketingmäßig haben sie das schon echt gut aufgezogen. Andererseits ist es natürlich so eine Sache, wenn man sagen muss, hey, da gibt es ganz viele Menschen, die eben kein iPhone haben, die kein Apple nutzen und die damit einfach schon mal als Zielgruppe raus sind. Und dann ist natürlich die Frage, kaufe ich mir jetzt irgendwie ein iPhone, um dann doch mit dabei zu sein? Habe ich so viel FOMO oder nicht? Muss ich mit dabei sein? Bin ich halt einfach so mit dabei? Ich habe auch die ganze Zeit immer schon gehört, wenn es jetzt Programmierer gäbe, die das für Android programmieren könnten, das würde jetzt so 3 bis 6 Monate dauern, bis das überhaupt erstmal stehen würde. Dann ist natürlich die Frage, kommen die Android-Nutzer mit rüber? Lohnt sich das dann noch? Aber ich glaube, auch eine viel wichtigere Frage ist natürlich, und die schicke ich gerne mit in die Masterclass, der Blick in die Zauberkugel: wird Clubhouse bis nach Corona, wenn Corona vorbei ist, wird Clubhouse dann noch Bestand haben? Sehr spannende Frage. Also ganz viel Spaß bei den Masterclasses, aber noch nicht weggehen. Also Masterclass dann einfach unter dem Stream auf den jeweiligen Link klicken. Aber wir sind ja noch nicht zu Ende, denn jetzt haben wir alle mit dabei, die jetzt noch mal ein bisschen mitdiskutieren, beziehungsweise mitdiskutieren. Wir wollen natürlich noch ein paar Fragen stellen. Also vielen, vielen lieben Dank an alle, die hier vorgetragen haben. Tolle Pitches, tolle Ideen. Und wir haben eine neue Person mit dabei. Also ich sage nochmal, wer jetzt alles mit dabei ist. Und zwar haben wir Cecile Schneider mit dabei, Amelie Marie Weber und Michael Kuckuck. Die drei haben wir eben gerade schon gesehen. Und für Nordkurier ist jetzt noch Simon Vogt mit dabei, der eben als Redakteur bei Nordkurier arbeitet und auch für den Heimweh-Newsletter mit dabei ist. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ich habe hier auch direkt wieder eine Frage. Also nach wie vor, Slido ist offen. Gerne die ganze Zeit Fragen stellen. Und zwar, die erste Frage geht sozusagen
sagen, um das TikTok-Thema nochmal. Wie schafft ihr es, auf TikTok die junge Zielgruppe anzusprechen, ohne dass es peinlich wird? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps? Ich hoffe natürlich, dass uns das gelingt überhaupt mal. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Man muss ja auch sagen, also ich bin 25 Jahre alt, da denkt man, ja, junge Journalistin, ich bin immer noch 10 Jahre älter als die typische Zielgruppe. Das muss einem klar sein. Und ich bemühe mich da einfach, also am Anfang zum Beispiel hatte ich auch immer so eine Bluse an wie heute. Jetzt bin ich dazu übergegangen, auch im Pullover und Jeans das einfach zu machen, weil, wie gesagt, das auf Augenhöhe so wichtig ist bei TikTok. Und deswegen würde ich Ihnen tatsächlich raten, auf Ihre jungen Kolleginnen und Kollegen zurückzugreifen. Das ist nicht ausgeschlossen. Es gibt einen FDP-Politiker, der ist über 70 und hat eine riesen TikTok-Community. Aber das ist natürlich was Spezielles. Oft, glaube ich, sehen junge Leute gerne junge Leute, die ihnen was erklären. Ja, und dann selbst ganz viel gucken. Also das ist sowieso mein Number One-Tipp bei TikTok. So viel wie möglich selbst Zeit auf der App verbringen, schauen, was machen die da und wie machen sie es und sich daran orientieren. Nicht versuchen, eigene Formate da irgendwie einfach drüber zu schieben. Wir hatten das ja auch vorhin, es passt nicht mehr eine Größe auf alles. Das sind so Tipps, ganz viel gucken vor allen Dingen bei anderen. Und wie groß ist die Redaktion? Wie viele machen da mit? Unsere? Ja. Also ich konzipiere das wirklich relativ alleine und moderiere das ja auch. Ich habe immer eine Person dabei, die mich auch mit Ideen versorgt, mit der ich mich austausche, mit der ich brainstorme und die mich dann auch filmt. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber wir machen das wirklich in einem sehr, sehr kleinen Team. Mhm. Das ist möglich. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also sehr gut. Ich habe noch eine Frage zum Thema zum Heimweh-Newsletter, denn der Kollege hatte gerade schon so ein bisschen angedeutet, ja, ihr seid dabei, das Ganze weiterzuentwickeln. Gibt es da vielleicht, also können wir noch ein bisschen mehr erfahren, wo die Reise hingehen soll? Ich glaube, in dem einen Bild hat man ja schon gesehen, wir haben neulich einen Clubhouse-Talk gemacht, weil wir gerade bei den Menschen, die uns ja auch schreiben sehen, die haben Interesse am Austausch. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was uns gerade beschäftigt, wo wir uns die Frage stellen, wie können wir dem am besten nachkommen. Ganz konkret kann ich da mehr aber noch nicht sagen, außer dass es bei uns intern natürlich mit dem Projekt zahlreiche Veränderungen gibt, die beispielsweise damit zusammenhängen, dass wir noch mehr zielgerichtete Inhalte für diesen Newsletter und die Zielgruppe schaffen wollen. Ja. Simon Vogt, herzlich willkommen auch mit in der Runde. Bei Nordkurier, ich sag mal, das ist ja sowieso sehr regional. Also ihr habt 13 Regionalausgaben. Also wenn ich das so ein bisschen mit dem Structured Journalism vergleiche, ich meine, im Prinzip macht er ja nichts anderes als Lokaljournalismus. Ja, also ist eine klassische Lokalzeitung. Und die Leser, die für die wir den Heimweh-Newsletter schreiben, die kommen eben aus der Region und leben jetzt woanders, aber wir versuchen denen eben die Themen zu zeigen, die sie vielleicht verpassen. Also unser Motto ist eben so, damit ihr mitreden könnt, wenn ihr mal wieder da seid. Ja, sehr schön. Und da muss ich jetzt auch die Frage direkt nämlich dann an Cecile Schneider weitergeben. Wie speziell, also wie tief sozusagen, wir hatten jetzt das Beispiel Memmingen, wie viele kleine Städte sozusagen können damit bedient werden? Alle. Das ist das Schöne an der Technik, ja, wenn man die Daten hat und solche Personalisierungen, Regionalisierungen eben algorithmisch aussteuern kann, dann kann ich wirklich auf Ortsebene gehen und eben auch sehr kleine Zielgruppen bedienen, die man händisch gar nicht so ansprechen könnte, weil es sich in den Größenordnungen nicht lohnt. Ne? Jetzt am Beispiel des Heimweh-Newsletters könnte man das auch super schön machen und entsprechend auch dann für die Regionalausgaben oder für größere Orte oder Gemeinden, wie auch immer, segmentieren. Und das Ganze geht natürlich nicht nur auf der regionalen Ebene, das geht auch auf zeitlicher Schiene, das geht auf thematischer Schiene. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Und gleich noch die nächste Frage dazu. Mit dem Hackathon, mit dem BBC, also sozusagen diese, ja, ich nenne es mal Kooperation mit BBC, ist die jetzt vorbei oder bleibt die bestehen?
Das kann ich noch nicht genau sagen, aber wir stehen auf jeden Fall noch in Kontakt. Und jetzt ist ja auch gerade wieder die Journalism AI Collab gestartet, der London School of Economics. Für alle, die sich für KI-Themen im Journalismus interessieren, auch riesengroße Empfehlung. Da kann man sich aktuell bewerben. Und da sind die BBC News Labs für Europa und EMEA als Entwicklungspartner dabei. Also da kann auch jeder mitmachen. Und die BBC geht da sehr großzügig auch mit ihrem Wissen um. Und wir natürlich auch, sofern wir was beitragen können. Mhm. Ja. Herr Kuckuck, wenn jetzt da im Süden ganz viele Medienmacher sozusagen zusammenkommen, das kann ja auch ein bisschen schwierig werden, ne? Also je mehr Leute zusammenkommen, viele Köche verderben den Brei. Haben Sie da irgendwie Bedenken oder soll das eben ja einfach dieses Befruchten auch der anderen sein und nicht nur sein eigenes Süppchen kochen? Tatsächlich kein Bedenken dabei. Zum einen ist das natürlich auch eine Regionalisierung. Das heißt, das große Ziel ist, dass man voneinander auch profitieren kann an dieser Stelle. Zum einen durch die Reichweitenerhöhung, zum anderen aber auch, dass wir sagen, ein Kunde in Kaufbeuren hat mit Sicherheit auch ein gewisses Interesse, aber es wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren, was in Augsburg los ist. Das heißt, das Ziel ist natürlich, etwas Modernes hinzustellen, dem Nutzer zu geben und dass man natürlich auch voneinander lernen kann. Das ist eines der großen Themen, was wir haben. Wir haben Radio, das heißt, der Text, den wir haben, ist meistens auch fürs Radio gemacht. Aber genau dort die Möglichkeit zu bieten, eben über den Tellerrand hinaus zu kommen und eben das, was andere Leute auch mit interessiert, ähnlich wie ein Heimat-Newsletter letztendlich auch, das nach vorne zu bringen. Alle haben jetzt gerade hier schon hervorragend gepitcht. Also in der Kürze liegt die Würze. Vielleicht können wir eine ganz kurze Abschlussrunde machen. Wie hilfreich ist für Innovation, wie hilfreich sind Kooperationen für die Innovation? Ja, fangen wir direkt mit dem Nordkorea an. Ich weiß nicht, wie ich die Frage am besten verstehen soll. Also wir schauen bei uns natürlich selber, dass wir Innovationsprozesse in Gang setzen und dass wir hier das Haus so aufstellen, dass wir selber in der Lage sind, innovativ zu arbeiten. Das bedeutet also, Zielgruppen zu identifizieren, Probleme identifizieren und für diese Lösungen anzubieten. Wir müssen natürlich schauen, unsere Kernkompetenz ist Journalismus, dass wir jetzt nicht irgendwie das neue Clubhouse erfinden können. Das ist irgendwie auch klar. Bedeutet, da müssen wir dann genau Kriterien finden, an welchen Stellen es sich dann lohnt, beispielsweise bei der Frage nach Technologie, dann mit Externen zu kooperieren und was wir dann selber machen können. Aber im Beispiel Newsletter sieht man, den Newsletter machen wir selber und der läuft über einen Dienstleister und ja, dann geht's los. Der läuft, ja, genau. Simon Vogt, gibt es dazu Ergänzungen? Nö, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Super. Ja, genau, dann gehen wir vielleicht direkt nochmal in den Süden, vom Norden in den Süden. Bei der Plattform, auch da im Endeffekt hatten wir gerade eine ähnliche Frage, aber vielleicht gibt es ja auch noch Ergänzungen. Ich glaube, Kooperation ist für Innovation wichtig, aber andersrum auch. Denn das Wichtige ist, wir haben etwas gebaut und jeder von uns hat eine Idee, die gut funktionieren kann. Und diese Idee zu teilen, ohne dass sie schlecht kopiert wird, ist, glaube ich, eine Herausforderung für alle. Und wenn man eine gute Innovation hat und sie mit anderen teilen kann und andere mit dazuheben kann, dann hilft das gerade in unserem Umfeld natürlich auch den anderen. Und zwar vor allem auch den Kleinen, die es sich vielleicht nicht leisten können, diesen Aufwand zu betreiben. Und das ist eigentlich das große Ziel. Und aus den Gesprächen entstehen mit Sicherheit auch neue Innovationen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Aspekt, auch was Sie eben gesagt haben, mit denen, auch gerade für die Kleinen. Super, vielen Dank dafür. Cecile Schneider. Kooperationen sind für uns im AI und Automation Lab extrem wertvoll und wir legen auch großen Wert drauf, speziell in Richtung Forschung, da sehr offen zu sein und stark zu kooperieren. Das machen wir in unterschiedlichen Kontexten, auch international. Ich hatte vorhin kurz schon die Journalism AI Collab erwähnt. Da hatten wir letztes Jahr auch gearbeitet an der London School of Economics mit einer Gruppe von unterschiedlichen Medien. Da war der Spiegel dabei. Da war Tamedia dabei, da war eine große indische Publikation dabei, Swedish Radio. Also das war wirklich
eine internationale Gruppe, wo wir uns mit KI-gestützter Textzusammenfassung beschäftigt haben. Das war extrem hilfreich, da auch in der Gruppe zu testen und die Ressourcen zu bündeln. Jetzt im April machen wir einen Hackathon mit der Studenteninitiative TUM AI. Die organisieren das, ein Hackathon mit der aktuell leistungsfähigsten Sprach-KI GPT-3. Da sind wir auch sehr gespannt drauf, welche Ergebnisse wir da erzielen können, was die Teilnehmerinnen da machen. Ja, und wir arbeiten generell viel mit Universitäten zusammen, mit der TU, mit der Uni St. Gallen sind wir da schon im Austausch, auch mit der LMU, ja, und auch Startups schauen wir uns immer wieder gerne an. Also wir haben das als Teil unseres Auftrags, dieses Wissen zu bündeln, auch in die Organisation zu geben und natürlich auch gemeinsam an großen Herausforderungen zu arbeiten, denn so Challenges wie Textzusammenfassung mit KI, das kann man alleine auch nicht lösen. Ich glaube, das ist gerade sehr gut rausgekommen. Man kann es alleine nicht lösen. Und ich glaube, da hat man schon gemerkt, klar, da steckt BBC dahinter, da ist BR mit dahinter. Und das hat sich auch wirklich sehr technisch und hochkomplex angehört. Also sind wir sehr gespannt, was es an Innovationen da in Zukunft noch gibt in diesen ganzen Thinktanks. Und last but not least natürlich nochmal Amelie Marie Weber. Wie wichtig ist die Kooperation mit TikTok? Also im Prinzip ohne TikTok würde es ja den Kanal gar nicht geben. Richtig. Also ich halte solche Kooperationen gerade für uns Medienhäuser für extrem wichtig, sei es mit den Plattformen direkt oder auch mit Influencerinnen und Influencern, was vielleicht vor ein paar Jahren noch total verschrien war oder belächelt wurde. Ich glaube, dass die Plattformen und die Influencerinnen und Influencer genau wissen, wie sie Zielgruppen erreichen, die wir gerne erreichen wollen. Gleichzeitig wissen wir als Journalistinnen und Journalisten, wie wir Inhalte seriös aufbereiten. Und ich glaube, wenn das zusammengeht, hochprofessionelle, seriöse Inhalte mit Mehrwert auf Plattformen, die unterhaltsam sind und junge Leute erreichen, dann haben wir doch alles erreicht, was wir erreichen wollen. Deswegen finde ich diese Kooperation essentiell für unsere Innovation. Letzte Frage, die ich da noch ganz kurz ranstellen möchte. Soll der Kanal auch über die Wahl hinaus bestehen bleiben? Ja, wir wissen noch nicht, ob wir den dann vielleicht irgendwie nochmal rebranden, aber er wird auf jeden Fall weitergeführt, na klar. Super, ganz viel Erfolg dabei. Lieben, lieben Dank an alle Speakerinnen und Speaker, an die ganzen Pitches gerade eben. Ich fand, das war wirklich eine ganz tolle Runde. Dankeschön, dass Sie alle mit dabei waren. Und damit, mit Blick auf die Uhr, wir haben ein ganz kleines bisschen überzogen, aber wir hatten auch so viele Leute zugeschaltet. Also auch ganz lieben Dank an das Technikteam, die hier wirklich alle immer reingeholt haben. Und es war einfach super spannend. Also das war der 8. Medieninnovationstag. Bis zum nächsten Mal.